Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to a new episode of The Greatest Show on Earth. Welcome to Fall in the Cracks. Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse, Presse. Howdy ho und herzlich willkommen zu einer nächtlichen Ausgabe unseres Lagerfeuer durchräucherten Medienpodcast voll in die Presse. Wir sind zurück aus dem Urlaub und weil wir die Urlaubsstimmung noch ein bisschen hochhalten wollen, sitzen wir nicht im Benanza-Bus der ollen Krücke, die ständig kaputt geht, sondern beim Ben Cartwright auf der Ponderosa am Lagerfeuer. Wir hoffen ein bisschen darauf, dass der gute Herr Sammer, den ich hiermit herzlich begrüße, entweder eine Rauchvergiftung verendet oder live in der Sendung in Flammen aufgeht. Was sehr schade wäre, denn er hat ein voll in die Presse Merchandise-T-Shirt an, was ich hier nochmal bewerben will. Es gibt bisher nur zwei Menschen auf dieser Welt, die dieses T-Shirt besitzen. Einer davon ist Herr Sammer und der andere bin ich. Nein, ich habe auch, hab mir was zugelegt, natürlich. Oh. Dann fehlt mir noch der Beef. Ja, ich hab noch keins. Okay, da haben wir schon den Prollo Ferrari gehört. Auch er ist direkt neben den Feinripphemden. Aber wir werden jetzt auch eine Materialkontrolle hier durchführen, dadurch, dass ich hier direkt am Feuer sitze. Wenn da jetzt so ein Funke überspringt, das Ding geht direkt in Flammen auf. Wenn, dann weiß ich, wo Feinste das Ding... China-Ware. Feinste China-Ware. Das ist 100% Baumwolle, möchte ich an der Stelle sagen. Auch der gute Prollo sitzt hier in Baumwolle mit einem Bär drauf, wo irgendwas Unleserliches draufsteht. Ja. Aber kein voll in die Presse. Und ganz in Senf heute, Beef Rogers, Ton in Ton mit seinen Chucks. Herzlich willkommen zurück aus dem Urlaub. Hallöchen. Habt ihr eine schöne Sommerpause gehabt? Wir haben ja in der letzten Folge schon spekuliert, dass du mit so einem fleischförmigen Surfbrett die Wellen im Atlantik unsicher machst. Nee, aber das war tatsächlich vegetarisch. Eine Gurke. Ja. Veggie Rogers. Veggie Roger. Rogers, genau. Hast du neu erfunden. Genau, ja. Vegan Rogers. Nee, war sehr schön. Also es war sehr schön, waren auch am Meer, war ganz herrlich, waren auch noch zu der Zeit am Meer, wo die Inzidenzen dort waren, auch noch niedrig waren. Die stiegen erst, nachdem wir dann wieder weg waren. Komisch. Weil es jetzt auch nicht, ob es da einen Kausalzusammenhang gibt. Aber egal, auf jeden Fall, war sehr nett. Kann ich nur so sagen. Stört dich eigentlich der Rauch, weil du hast so eine geile, sexy, rauchige Stimme gerade? Nee, ich hatte heute noch gearbeitet, hatte eine Veranstaltung und ich musste quasi 8 Stunden lang gegen erst eine Jazzband und später auch noch gegen so ein Kirchengeklingel anreden und anbrüllen. Was für ein Moderator, da bin ich ein bisschen aphon, ja. Nee, wir hatten so einen Stand, wo wir dann auch alle möglichen Leute beraten haben und das war leider... Also wirklich Arbeit. Richtig Arbeit, ja. Also tatsächlich war sehr nett, aber es war halt mit Lauten drumrum und dann ist das irgendwie, deswegen bin ich heute so ein bisschen aphon. Ja, der Sammer und ich, wir sind ja auch so Messe erfahren. Ich glaube, du warst so auch mit immer Prollo früher in den alten Zeiten auf den Messen? Nee, leider nicht. Ich kenne aber sämtliche Geschichten, glaube ich. Ja, ich will sie jetzt hier auch nicht nochmal zum Besten geben, aber ich weiß auf jeden Fall, wie es ist, den ganzen Tag in so einer Veranstaltung, teilweise auch in einer Messehalle zu stehen und gegen so einen Geräuschpegel anzuquatschen. Tatsächlich mühsam, ja. Ja, aber steht dir sehr gut, muss ich sagen. Ah, so wie das senffarbene Hemd. Werde das mal versuchen. Das ist doch kein Senf, das ist doch... Was ist das denn hier? Orange, manche nennen es orange. Also. Dann ist dein aber Senf. Ja, es gibt ja doch mehr. Der Paulo hat eher Senf, bei ihm ist so ein bisschen Cocktailsoße. Ich habe das in der Schnapsbrennerei habe ich das gekauft. Ah, Wrestle You. Old Smoky Tennessee Whiskey. Ja. Apropos Tennessee Whiskey, also wir können noch ein bisschen über den Urlaub sprechen, weil wir müssen, glaube ich, ein bisschen mehr Smalltalk machen am Anfang, um die Leute auch nochmal abzuholen. Wir gehen immer so direkt in die Themen rein. So Personality-mäßig, ja. Ja, so Personality. So, du kannst von deinen ganzen versauten Nachtclub-Geschichten erzählen, Prollo. Das kommt auch immer sehr gut. Immer mit Test. Also Corona jetzt. Und beim Stichwort Whisky wollte ich eigentlich die Runde, was das Alkoholische anbelangt, einläuten. Denn das Gute ist, wir sind ja nicht mit dem Auto hier oder nicht im Auto. Das heißt, wir können, selbst wenn die Polizei vorbeikommt, uns hier richtig wegschädeln. Und wir haben, glaube ich, alle total viel aus dem Urlaub mitgebracht an Getränken. Deswegen, ich weiß nicht, wer möchte zuerst? Ist mir gleich, ich kann gerne einen Anfang machen. Ich wollte nur den Prollo gerade noch fragen, weil er sagte, hier nur mit Test. Brauche ich denn, wenn ich einen Test habe, brauche ich auch noch einen Gummi oder brauche ich den dann nicht mehr? Das sind ja nun unterschiedliche Sachverhalte. Also es kommt natürlich darauf an, was du dir holen möchtest. Was du dir einfangen möchtest, ne? Genau. Ja. Ohne Test kannst du gar nicht in das Verkaufsgespräch einsteigen. Und dann kannst du auch noch darüber verhandeln, ob mit oder ohne.
So, pass mal auf, Männer. Ich habe hier jetzt, das habe ich vorhin schon mal erzählt, bevor hier die Mikros angingen. Ich habe in Umbrien, in Italien, so schöne Bierflaschen im Regal stehen gesehen, dass ich die unbedingt einpacken musste für den Podcast. Und ich mache die jetzt hier nochmal richtig schön frisch für die Jungs. Das sind vier verschiedene Sorten, aber vom selben Bier sozusagen. Oh, ich weiß jetzt nicht, IPA. Wer... IPA ist auch, glaube ich, was für den Prollo, ne? Du wer magst auch welche irgendwie. Flasche oder? Möchte. Ich Hast hab, du dich nicht letztens als IPA-Fan geäußert? Ja, ich habe das gekauft, weil das stand dem Sonderangebot. War das nicht die NBA? Nee, das ist... Das sind wirklich, also einfach, das sieht ja so gut aus, das Bier. Dann Rossa. Das steht direkt bei mir, dann gucke ich doch. Das kann das wirklich mit Rotweinflaschen geht konkurrieren. Geht vielleicht gut zu Orange. Ja, wollte gerade sagen, das ist ja farblich fast... wobei das ist eigentlich hier, das ist natürlich echt die Farbe. Das ist eigentlich die Farbe von Veggie Rogers. Ach, guck, heute. Dann trink du hier den roten. Ich will keinen roten, nee. Dann vielleicht für den Herrn Sommer. Spekuliere auf den letzten Grünen. So. Was ist das? Das ist Orange. Ja, komm, unter Bionada. Ja, guck. Bionda. Ich muss aber gleich mal vielleicht noch sagen, vielleicht was blond du da eigentlich Mastri Bida Umbri, also irgendwie. Also, was steht denn da drauf? Kann einer Italienisch hier? Was steht denn da drauf? Wenn es über Pizza Funke hinausgeht, nein. Also, oben steht immer irgendwie... Oh, nicht das hier, nimm das. I Cavalieri steht ganz oben. Und dann sind es immer verschiedene Sorten. Also, ich habe hier Doppio Malto Artigianale draufstehen. Was auch immer das Künstlicher heißt. Künstlicher Doppel... Das heißt, Artigianale ist so wahrscheinlich regional, ne? Genau, also so ja, regional. Ja. Also, das gibt es ja im Französischen auch. Artisanal. Ich hoffe, das hat man gehört. Es ist auf jeden Fall Mastri Birai Umbri. Also... Ja, das ist, also ist einfach ein regionales Bier. Das, regionales glaube ich, das bedeutet Bier das quasi aus Umbrien. Von genau. Der Kavallerie. Meins heißt Bionda, das ist dann wahrscheinlich ein blondes, also ein helles. Ach, scheiße, das hätte ich auch gern gehabt. Mist, jetzt war aber. Ach, ich habe was sagst du jetzt? Ja, ich hab Rossa. Also, du wolltest ja das Rossa nicht und er hat Orangia. Ja, aber das ist hier Doppel-Malzo, das mag ich gar dann nicht. Lass also uns tauschen. Ich bin ja kein Malz. IPA mag ich auch nicht. Das ich bin ja schwierig. Aber ich mag da. Ich würde der mag ja den Malz schwierig. Hier. Einer Malz, mag Malz. Ich mag Malz. Dann muss das IPA dem Sommer zurückgehen. Ich mag ja. Malz auch. Ja, jetzt, aber dann hat. Was hat denn eigentlich Alkohol? Hast du es schon angenug? Nein, natürlich nicht. Ich habe reingeguckt. Er ist doch getestet. Hast du doch eben gehört. 5,6, das ist okay. Was habt ihr so drauf? Was habe ich denn hier zu bieten? Genau. Wo steht das denn? Hinten ganz klein. Also du willst das lieber. Und das ist hier 6,5. IPA ist 6,5. 5,5. Ach guck, Doppelmalz. Was auch immer das heißen mag. Doppelmalz klingt ja schon. Was ist denn scheiße. Der Alkohol? 7,5. Aber es sieht sehr schön aus. Ja, sieht schon mal sehr ordentlich 7,5 aus. 7,5 Rollo, dann hast du dir genau das Richtige geholt. Prost. Prost. Prost, Alter. Also, sitzen wir hier schon so schön. Hervorragend. Ganz schön. Jetzt müsste man eigentlich noch fotografieren, wie der. Wie der Beef hier Ton in Ton mit seinem Blonden sitzt. Also die Flasche schwebt quasi vor. Ja, komm, wir machen ein Foto. Ja, mach mal Foto. Wozu habe ich denn hier die Knipse? Ist ja alles hier mit dem Handy heutzutage kein Problem, ne? Ja. Komm, dann mache ich hier oben den orangenen Schnipsel auch noch mal ein bisschen länger wieder. Ja. Komm, hier mal. Komm, das ist dann komm, Veggie Rogers. Einmal hier. Oh. Ja. Sehr gut. Ah, traumhaft. Na, dann darf also ich jetzt antrinken? Du warst in Umbrien. Ja, in der Toskana eigentlich, aber Lago Trasimeno, wer sich auskennt, weiß, das ist auf der Grenze zu Umbrien und insofern ist es umbrisches Bier geworden. Gut, damit, also der erste Länderpunkt, was die heutige Bierverköstigung anbelangt, geht nach Italien. Ja, ich kann zumindest sagen, dass Perugia, das ist ja dann auch da, ja, quasi die Hauptstadt ja von Umbrien, ja, da hat mir beim Pizzaessen mal eine Taube aufs Bein geschissen. Ich dachte, zu Recht wahrscheinlich. So. Keine Ahnung, ich habe jetzt keine Verwandtschaft von ihr gegessen. Es war eine vegetarische Pizza. Aber, boah, das schmeckt ja speziell, das Bier. Also meins ist lecker. Also das Rote hier, das ist lecker. Das Orange ist auch gut. Fällt dir aber schwer zu sagen. Nein, ich habe überlegt, ob ich das noch besser als lecker, ist ja so ein Sammelbegriff. Aber so. Ich habe eigentlich erwartet, dass es sehr süß schmeckt, was ich halt nicht mag. Deswegen mag ich auch Malzbier nicht. Aber es schmeckt... So ein bisschen süß, aber nicht zu süß. Also hier das IPA, wie auch immer, das schmeckt auch, aber es schmeckt speziell. Ich habe nur noch nicht raus, was das für eine Note ist. Hm. Ja gut. Buchstabensuppe. Ja. Und sonst? Also ich habe euch ja eben schon erzählt, mein Urlaub war anstrengend, weil viele Kinder in einem VW-Bus, der dann auch noch auf der Höhe von Heidelberg verreckt ist. Ja.
Der Benanza-Bus, ich kann euch sagen, das ist eine teure Angelegenheit. Deswegen, wir setzen jetzt auch mal ein Zeichen. Der steht hier direkt um die Ecke im Carport und der soll jetzt auch hören, dass wir sauer sind. Also leiden. Dass ich auch enttäuscht bin, so ein bisschen. Dass wir jetzt mal die Folge nicht in ihm drin machen. Das ist auch mit dem Lagerfeuer besser. Ist auf jeden Fall ein guter Einstieg in eine freundliche Monetarisierungsaufforderung, ja. Also, wieso, inwiefern? Ja, wenn das hier weitergehen soll, wirst du ja wohl mal die ein oder andere Spende erwarten, oder? Ja, wir wären schon froh, wenn wir noch ein T-Shirt machen verkaufen, das hier nicht zum Spaß. Ohne dass das von uns selbst bestellt wird. Soll ich gerade mal deine IBAN durchgeben? Also. Mach mal lieber nicht. Die 1. So. Ja. Foto. Nee, also bei mir gesagt, ich bin durch Österreich nach Kroatien gefahren, nicht nach Italien, da bin ich auch kurz durch. Und habe deswegen heute für euch österreichische Bier- und Getränkespezialitäten dabei. Obwohl, ja, sag mal. Das müsst ihr eigentlich veröffentlichen, das sieht ja sehr gut aus. Ach du meine Güte. Der Beef. Geblendet. Ich habe hier gerade nur rumgezeigt, wie der Beef Rogers auf dem Foto aussieht. Ja, ich finde diese Handy-Blitzlichtkameras ja meistens, wirkt man da nicht so perfekt drauf. Nee, das stimmt. Nee, das hat darf ich mutmaßen, dass du französische Bierspezialitäten eingekauft hast? Völlig richtig, ja, wir waren in Südfrankreich, quasi da an der Mittelmeerküste, Côte d'Azur, das war ganz wunderbar und da gab es auch ganz herrliche Biere. Auch da, ist ja eigentlich eine Weingegend, ne? Normalerweise fährt man hin, trinkt Wein und freut sich, aber tatsächlich scheint auch da jetzt so diese Biere und verschiedene Biere und auch eben diese lokale, also artisanal Biersorten, die scheinen da jetzt auch irgendwie so ein bisschen um sich zu greifen. Da gibt es also auch ganz wunderschöne, habe ich auch welche mitgebracht, können wir gerne auch noch zeigen. Ich habe auch noch andere zu Hause, also ich habe auch noch ein paar im Ärmel für die Zukunft. Ich auch. Und ich habe auch noch. Aber auch so schöne Flaschen, auch was ich jetzt zum Beispiel in Belgien auch sehr liebe, was hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, diese 075er Flaschen. Ja, die also habe ich im Keller noch von euch, von meinem letzten Ausflug. Da warst du nicht da, da waren die Jungs ganz enttäuscht, weil ich war in Antwerpen und habe ich habe auch ohne Ende Bier eingekauft für den Podcast. Aber wir müssten eigentlich jetzt alle zwei Tage aufnehmen, damit ich meine ganzen Biervorräte losrenne. Na, das zeige euch nachher mal den Keller. Aber scheitern. Beef, was ich mich frage, ist, wieso du die 075er so viel lieber magst. Liegt das daran, dass es ein bisschen ökonomischer, ein bisschen effizienter ist? Also du hast dann, wenn du eine Flasche Intus hast, auch ein bisschen mehr Alkohol Intus? Nee, da bin ich ja tatsächlich so ein bisschen also das ist halt dann für mich so ein bisschen dieses Gesamtambiente. Also es geht ja nicht nur drum um die Druckbefüllung, also da reicht ja ein Fass oder ein Schlauch auch theoretisch oder wie früher da diese billigen Tuborg-Büchsen schießen, was man dann ja gerne mal gemacht hat, was ich dann auch zog. Tuborg, Faxe. Ja, Faxe zog sich am Ende ein bisschen, fand ich. Aber, ich hätte welche da übrigens, falls ihr später noch muss mal. Also jetzt irgendwie, muss ich mal so aufstoßen. Nee, aber das ich finde halt dieses, das wirkt halt so ein bisschen, es ist mehr so ein bisschen das Zelebrieren des Ganzen halt auch. Da kann man so ein bisschen was vorne weg und hinten drauf machen. Das ist ganz schön. Ich finde das ganz geil, dass die auch einen Korken haben. Ja, genau. Also nicht alle, aber. Nee, das haben die da jetzt auch. Also heute die nicht. Die haben so Schnappverschlüsse, aber so Plopverschlüsse, aber die ich nächstes Mal mitbringen kann, die haben halt auch noch echt mit Korken und so. Also das hat dann so ein bisschen was, als würde man die Rotweinflasche direkt ansetzen. Sowas in der Art, ja genau. Das ist halt irgendwie. Das ist auch stilvoll. Ja, also ich habe es hier aus dem Glas getrunken. Also jetzt weiß ich, ob das jetzt auch schon. Ich kenne das jetzt nur so von so belgischen Bieren, aber da gehört ja in der Regel ein Glas zu. Ja, also 0,75 am Mund ansetzen. Ist so ein bisschen. Ist ja schon. Da komm, du kannst ruhig zugeben, dass ja alles 075 für dich nur eine Trainingshülse. Ja, naja. Der Beef. Da wird schon der erste Zettel ausgepackt. Nee, gar nicht. Nee. Ich genau, der sortiert sich noch. Ich hab mal so eine ganz grundsätzliche Frage, weil, also ich bin schlicht nicht dazu gekommen, aber ich glaube, ich mache es auch einfach nicht. Guckt ihr im Urlaub Zeitung oder lest ihr Zeitung, guckt ihr Nachrichten, verfolgt ihr die Medien, weil es ja ein Medienpodcast, also haltet ihr euch informiert oder eher einfach mal komplett abschalten? Ich kann direkt sagen, ich bin Letzteres, eher, ich bin, komme hier wieder und denke so, was? Dann fange ich mal an. Ja, also, so ist das doch. Ich habe tatsächlich im Urlaub, der jetzt auch schon wieder eine Weile her ist, ich war im Juni ein bisschen früher dran, einfach mal so diese kompletten Newsfeeds und so Gedöns abgeschaltet, ja, auch irgendwie App gelöscht, runter, weg. Und das war tatsächlich sehr angenehm. Also ich sag mal, klassisch schön Tagesschau konsumieren, also gucken kannst du ja nicht, ja, Viertelstunde Aufmerksamkeit habe ich nicht mehr. Aber einfach nur mal so ein bisschen normale Nachrichten gucken, weiß ich nicht, ein, zweimal am Tag oder auf dem Klo, wo man gerade ist. Und sonst nichts mehr, ja. Mhm. Nicht irgendwie die Nerd-Geschichten oder dieses Zeug, wo ich auch ja immer hier einiges anschleppe. Ja. Und das war ganz entspannend, ja, weil man hat hinterher gemerkt, ach, eigentlich hat man nichts verpasst. Ja.
Ja. Das geht mir ähnlich. Also ich klemme mich da auch ziemlich weitestgehend ab von den üblichen Nachrichtenkanälen, sage ich jetzt mal vorsichtig, und genieße das dann auch, dass man echt dann mal, also wirklich auch, das ist ja dieses, man überwindet ja eine räumliche Distanz, einfach um auch wirklich woanders zu sein. Aber wenn ich dann die ganze Zeit wieder nur versuche, dann Nachrichten und Informationen von da zu bekommen, wo ich quasi herkomme, dann bin ich ja nie so ganz weg. Also das, ja, ist ja das auch ist so ja gar nicht so leicht, weil das Handy reißt ja meistens mit, deswegen ja, gut, der Weg vom Prollo ist da schon genau konsequent. Ja, das musst du aber auch, weil sonst, du kennst das, dann sitzt du da und genießt deine ruhigen 35 Minuten. Ja. Und am Tag. Dann guckst du, dann schnell ist der Finger, ja, das ist ja teilweise Gewohnheit, ja, so schnell ist der Finger dann auf irgendeiner App, da muss man wirklich, also ausloggen ist das Mindeste, am besten löschen, dass man auch, dass dann auf dem Homebildschirm auch die Leere klafft, ja, dass man das so ein bisschen, so, da ist jetzt mein Urlaub. Ja, und das ist gar keine schlechte Idee, muss ich zugeben, ist mir so nicht gelungen. Ich habe schon ein reduziertes Programm, aber so dieses komplett entgiften vom Handy, das ist mir nicht gelungen. Wobei in der ersten Woche im Quartier war das WLAN so beschissen, dass das mir so ein bisschen den Job abgenommen hat. Und ich, also im Übrigen nicht nur das WLAN war beschissen, sondern auch der Empfang übers Datenroaming, also grauselig oder gruselig. Insofern habe ich tatsächlich reduziertes Programm gehabt, aber ist immer noch, also eigentlich, ich hätte es gern mal, ich würde das Handy mal gern vergessen zu Hause und dann 2 Wochen ganz ohne. Ja, mach doch mal, du hast es in der Hand, beziehungsweise dann nicht, aber Ja, da sind wir schon alle so ein bisschen abhängig, das muss man erstmal hinkriegen. Ja, wobei, wie gesagt, also ich finde sowas, manchmal hilft ja auch dieses unfreiwillig, wenn WLAN nicht funktioniert in der Ferienunterkunft oder eben da Roaming auch scheiße ist, dann hilft das ja manchmal, aber manchmal auch weglegen, ist auch gut. Also. Ja, großartig. Aber ich muss zugeben, wie gesagt, mir ist nicht ganz so gelungen und deswegen haben mich so ein paar Nachrichten, als ich nach Hause gekommen bin, dann nicht überrascht. Insofern habe ich auch tatsächlich so ein bisschen Programm dabei. Seid ihr auch ausgestattet? Ja, aber was glaubst du denn? Ich habe auch was, ja. Sowas von ausgestattet, mein Lieber. Achso, vielleicht kann ich ganz kurz. War einer jetzt zufällig. Auch verstanden. Weil ich schon so schlüpfrig werde, kann ich halt vielleicht nur ganz kurz. Es ist ganz, ganz schnell erzählt, aber das habe ich heute erst gefunden. An der Ostsee. War einer schon mal an der Ostsee? Pöll. Oder Pöll? Pöll, sagt man, glaube ich. Also Ostsee, ja. Ostsee, ja. Pöll. Pöll muss ja sehr, sehr schön sein. Und ich wünschte, ich wäre diesen Sommer da gewesen, hätte ich nämlich so ein Foto machen können. Und zwar, wo ist es hier? Ich zeige euch das mal. In der Pöhler Ostseegemeinde haben die dieses Foto hier veröffentlicht, schreibt die Ostseezeitung, und warnen, und das ist ernst, warnen davor, Sex im Heu zu haben, also das, was da noch steht, während der Heuernte. Haben die so Heuballen genommen und da gucken so Füße raus. Ach du Himmel. So. Guck mal da, das haben die da überall verschickt und aufgehängt, weil der Hintergrund ist der, dass es wohl tatsächlich passiert ist, dass da Leute sich halt in das noch nicht abgeschnittene Gras, in das Heu da also verkrochen haben, da ein Nümmerchen geschoben haben, dann kam der Mähdrescher. Das ist blöd. Da ist ein Pärchen, ist auch wohl, gilt wohl noch als verschollen. Das muss es so zerhäckselt haben, dass sie das nicht mehr finden. Ach du Scheiße. Und jetzt haben die diese Schilder hier auf. Oder diese, das ist jetzt in dem Fall jetzt Instagram, also auch natürlich virale Schilder hier, mit so Füßen, die aus einem Heuballen rausgucken. Also Heuballen, man muss das vielleicht noch ein bisschen erklären, das sind diese Runden, wo das Heu so aufgewickelt ist, das kennt man, wenn man Autobahn fährt, rechts und links liegen die dann auf dem Feld rum und da gucken halt in der Mitte nur noch die Füße raus. Ja, so genau, ein halbes Bein und so. Und ja, bis das da gerollt ist ja ein weiter Weg. Und ja, vor allem, also auch sehr stilecht mit runtergelassenen Hosen, ne? Ja, ja gut, das ist ja wohl. Aber Schuhe noch muss an, ja schon echt sein. Aber genau. Respekt, Ostsee-Zeitung, das ist kreativ. Ja. Ja. Wobei ich ja gestehen muss, ich bin ja gebürtig vom Land und da war das früher schon so, dass man zu bestimmten Zeiten besser nicht mehr durch das Maisfeld oder eben durch das hohe Heu oder Gras dann irgendwie hüpfte, weil es wurde dann halt auch gemäht. Und das, wenn so ein Mähdrescher ist, A, ziemlich groß und er schreddert ganz wunderbar, weil das ist sein Job
Und das ist dann schon irgendwie blöd. Ja, ist ja auch oft im Frühjahr sind ja auch dann so Rehkitze und so dann auch viel gestorben. Das war dann irgendwie so der Klassiker in Anführungsstrichen. Aber das wusste da man dann schon irgendwie. Ein Riesenaufwand, habe ich auch im Fernsehen gesehen, um diese Rehe tatsächlich und die Rehkitze vorher. Mhm. Da gibt es so ganze Trupps, die dann einmal über diese Wiesen und Felder ziehen und da bestimmte Tricks sich ausgedacht haben, wie sie die dann auch in eine bestimmte Richtung wegdrängen. Und mit Drohnen und Wärmebildkameras und was weiß ich, bevor die dann mit dem großen Mähdrescher da drüber jagen. Ja. Also das ist schon ein Thema. Ja, ja. Also es war früher schon also Thema irgendwie. Das, nur da gab es noch keine Drohnen. Ich muss sagen, ich möchte dabei weder von einem Mähdrescher erwischt werden, noch von irgendwie so einer Staffel. Noch vom Bauer, ne? Ja, ja. Von was? Von so einer Staffel? Personengruppe, ja. Die da... Okay, dann jetzt mal die Frage, wenn du wählen könntest, lieber Mähdrescher oder lieber Personengruppe? Ja, gut. Das eine ist nur peinlich, das andere ist tot und peinlich. Ja, so ist es. So, Personengruppe ist doch so wie in deinen Clubs. Also ich meine, du müsstest das doch eigentlich abkönnen. Ja, das sind ja, das ist ja was anderes, wenn man die Leute kennt. Weil er trägt eine Maske, dachte ich. Aber wieso liegt ja eigentlich Strom? Immer wieder gut. Könnt ihr eigentlich Kohle gebrauchen? Also Geld. Achso. Ja, wenn nicht. Wenn nicht, habt ihr Bitcoins? Na, du hast jetzt nicht die Geschichte mit dem schwedischen Verbrecher, oder? Sag mal, geht's noch? Schwedischer Verbrecher, wie langweilig ist das denn? Okay. Nein. Ich habe keine Bitcoin. Ich hätte mal vor vielen Jahren fast einen Bitcoin gekauft und hätte da jetzt tatsächlich auch im Nachhinein einen Gewinn gemacht. Aber irgendwie bisschen, war mir das dann doch... Ein bisschen Gewinn. Du meinst wohl, du hättest nee, so viel Jahre, gemacht. So viele Jahre waren es nicht, dass es ein Vermögen geworden wäre. Okay. Aber ich hätte auch, glaube ich, nicht viel Kohle da reingeschmissen. Ja, aber ich gebe euch jetzt einen Anlagetipp, einen ganz heißen Tipp. Vergesst Bitcoins. Vielleicht solltet ihr euch lieber mal einen von der Palme wedeln. Das könnte euch... Da wäre ja schon Multimillionär. Ja, das Problem ist, wenn du... Das ist doch so, sind wir noch mal ehrlich, ist ein erwachsener Podcast. Ja, du sollst ja auch nicht, wenn du dir einen von der Palme wählst, einfach ab in die Botanik, das bringt nichts. Ah, sondern, die Geschichte habe ich aber auch. Scheiße, sondern, sag mal, wir ticken zu ähnlich. Einfrieren, ne? Aber sondern, wir sind doch schon geimpft. Pass auf. Jetzt halt dich fest, schnall dich an. Also es hat tatsächlich mit dem Impfen zu tun. Es gibt ja diverse Verschwörungsmythen und so weiter und so fort, von dem Mikrochip, der irgendwie durchs Impfen einem eingepflanzt wird, wobei einem noch nie jemand erklärt hat, wie der Chip durch die Spritze kommt. Mikrochip, genau. Veränderung des Kartoffelchips. Veränderung des Erbguts, ne? Und was es da alles noch gibt, es gibt übrigens auch, das habe ich hier dann auch in dem Artikel gefunden, aus dem ich die Geschichte habe, es gibt dann auch eine Prophezeiung, wonach, Achtung, alle Geimpften, und da seid ihr ja auch mit betroffen, ich eingeschlossen, spätestens im September, es heißt bis September, aber dass wir alle sterben bis September, diesen September. Ja, das ist ja Konfuzius? Konfuzius ist heutzutage Telegram oder irgendeine andere Plattform für Verschwörungsmythen, zum Beispiel hier, ich weiß nicht, Prollo, du bist doch, kennst du aus hier, Reddit, hast du davon mal gehört? Ja, das ist zum Beispiel eine der Apps, von denen ich eben erwähnte, dass ich im Urlaub abgeschaltet habe. Also das mit der kleinen Antenne, mit so einem Männchen. Ja, genau. So eine das Antenne. Ist so irgendwie ganz, also da findet man alles von philosophischen Weisheiten bis zu irgendwelchen Fail-Videos. Aber ist das so wie so ein Blog? Nee, das ist letztendlich, oder? Also das ist so, geht so in Richtung Social Media eigentlich, und du hast so sogenannte Subreddits, also die dann irgendwie auch immer so einen direkten Link haben, und je nach Thema kannst du da alles Mögliche finden. Also ja. Okay, gut, Prollo, ich wollte dich jetzt natürlich nicht angreifen, wird hier nur erwähnt, dass da unter anderem das Gerücht gestreut wird, dass der Wert des Samens ungeimpfter Männer bald ins Unermessliche steigt. Ne? Und jetzt könnt ihr euch natürlich wahrscheinlich schon denken, wieso das so ist, weil die Theorie, die ist nicht besonders kompliziert. Geimpfte Männer werden bald tot sein, haben wir ja schon gehört, hier bis September, werden bald tot sein, krank oder unfruchtbar werden. Und zur Erhaltung der Menschheit braucht man dann natürlich viel Samen von Ungeimpften. Und da die Nachfrage entsprechend groß sein wird, um die Menschheit eben zu erhalten, wird der Samen entsprechend
wertvoll werden. Und deswegen gibt es jetzt schon die Phrase, ungeimpftes Sperma ist der neue Bitcoin. Und ich muss mir einfach zur Faustregel machen, du bist Mr. NTV und ich darf mir keine Artikel von NTV raussuchen, weil im Zweifel hast du die schon. Ja. Ja, das ist einfach. Aber habt ihr kein Konto bei der Samenbank? Ich zahle da seit Jahren regelmäßig ein und jetzt kann ich mal richtig einen Reibach machen. Ja, das ja. Viel Spaß. Kannst du vielleicht, obwohl du geimpft bist, kannst du es vielleicht tatsächlich noch machen. Aber warum? Das sage ich dir gleich. Es ist einfach so, dass dazu noch kommt, dass behauptet wird, dass das globale Wirtschafts- und Finanzsystem ohnehin demnächst zusammenbricht. Und dann sollst du zur Vorsorge auf diese Endzeit, die dann kommt, ja, sollst du eben dir ordentlich einen von der Palme wedeln. Und die schreiben hier wirklich schön die Gefrierschränke füllen. Ne? Ungeimpftes Sperma ist Gold. Füllt eure Gefrierschränke, steht da. Boah, ich habe gerade Kopfkino. Früher im Krieg. Hat Opa noch mit Zigaretten bezahlt? Ja, ich stelle mir gerade vor, so bei Aldi. So kleine Gefrierbeutel. Genau. Ja, jetzt, da brauche ich noch nicht mal an Aldi denken. Stell dir mal vor, du machst einen Kühlschrank auf oder das Gefrierfach, so, wo normalerweise da liegen die Gefriererbsen und ich weiß nicht was. Ja. Der sag mal, zahlt ja an der Kasse immer bar. Ne? Und das da gibt's ist dann. und da sind jetzt habe ich Bilder im Kopf. Das sind dann lauter Röhrchen in deinem Gefrierschrank. Ich hab's gleich. Während andere noch am Portemonnaie nesteln. Nesteln eher dann eben. Haben sie Payback? Großartig. Ja, also. Kriegt Payback tatsächlich eine ganz andere Bedeutung. Payback, ja. Vor allem, wie machst du es dann, wenn du Wechselgeld kriegst? Ja. Und wie machst du es eigentlich, wenn du Ratenzahlung vereinbarst? Ja, aber ist das dann auch ein bisschen Shovi-mäßig, wenn du dann sagst, stimmt so. Jetzt wird es langsam eklig hier. Du hast angefangen. Ich habe angefangen, das stimmt. Aber wenn das ganze Finanzsystem zusammenbricht, wie kann es denn dann wieder viel wert sein? Also was kriege ich denn dann? Kriege ich dann Kartoffeln dafür oder was? Oder? Ja genau, dann ist es dann wahrscheinlich, getauscht. Ja, vielleicht ist es dann wirklich so, dass du dann mit deinem gefrorenen Sperma gehst dann vielleicht tatsächlich in Aldi, weiß ich nicht, gute Frage. Ja. Aber den Aldi gibt es dann ja vielleicht eigentlich gar nicht mehr, genau. Weil der, ich weiß nicht, ob der Aldi dann seine Waren auch mit palettenweise Sperma bezahlt. Das heißt, also auch da, wie der Ankauf läuft. Also das, ja, es ist, es ist auch Vertrieb, eine ganz andere Bedeutung. Diese Theorie, ich würde sagen, diese Theorie hat Lücken. Ja, das muss man sagen. Aber sie schreiben hier, dass es ein Körnchen Wahrheit schon dran ist. An der Geschichte, ein Körnchen heißt hier, heißt es hier. Und zwar, und das ist jetzt hier Prollo, insofern auch für dich eine Chance, doch noch reich zu werden als Geimpfter. Es ist wohl tatsächlich so, dass während der Pandemie der Wunsch von Paaren nach Kindern größer geworden ist und die Nachfrage nach eben künstlicher Befruchtung hat wohl sehr zugenommen. Und gleichzeitig sind die Spender wohl wegen der verschiedenen Lockdowns ausgeblieben. Das heißt, ne, erhöhte Nachfrage. Aber die ganzen Geimpften waren ja raus. Geringeres Angebot. Also, ne, aber, Prollo, aber du kannst damit so, vielleicht noch Geld machen. Wenn was? Du heute zu einer Samenbank gehst und sagst, ich will was spenden, und dann, also ist das bei den Samenbanken auch so, dass das ungeimpfte Sperma mehr wert ist? Nein, das ist ja gerade das, was ich sage, weshalb auch der Prollo reich werden kann, weil die Samenbanken eben generell im Moment höhere Preise. Kriegt man da Geld für? Ja, sicher. Oh. Ja, kriegst du Geld für. Ben, ihr müsstet den Ben jetzt sehen, der denkt gerade nach, der hat gerade das Nachdenkergesicht. Der bestellt gerade bei Gorillas, bestellt er jetzt gerade Eier, weil das gibt ordentlich Tintopfüller. Eier. Wir brauchen Eier. Das war so ein bisschen auch das Wiki-Gesicht. Jetzt kommen so gleich die Sterne. Jetzt kommt der und jetzt rummel ich mir erstmal nur an der Nase. Da sind wir auch dankbar für. Ich möchte jetzt aber eine Sache gerade noch nachschieben, weil ja jetzt natürlich die Frage auch aufkommen kann, ob da was dran ist, dass das Sperma von Geimpften eben schlechtere Qualität ist oder einfach überhaupt nicht fruchtbar ist. Genau, mehr Mikrochips drin. Nein, ich wollte nur auflösen. Es gibt tatsächlich eine aktuelle Studie, da haben US-Forscher
Probanden sozusagen eingeladen, die geimpft sind, haben das alles sich angeguckt, wie das Schwärmer sich von denen entwickelt hat. Und ich kann beruhigen, völlig überraschungsfrei hat die Impfung überhaupt keinen Einfluss auf die Qualität der Spermien. Also das insofern. Wird ja auch üblicherweise in den Arm geimpft. Ja, wird üblicherweise in den Arm geimpft. Gott, Gott, Gott. Aber sag mal, das passiert doch bei bestimmten Leuten alles im Kopf, oder? Diese, das ist doch. Ja, das natürlich, das ist total krank. Ich meine, ich hatte mal nachgeguckt, jetzt schiebe ich das hier gerade auch noch hinterher, weil du das jetzt sagst, dass das nur im Kopf passiert bei einigen Leuten. Der Wendler, ja, ihr kennt alle den Wendler, ne? Ich finde es so geil, dass der immer unter der Wendler fungiert. Und diese Verschwörungstheorie, wonach alle Geimpften bis September tot sein werden, ja, die hat der Wendler auf seinem Telegram-Kanal oder ist das sogar Twitter, er hat sogar auch auf Twitter, hat er sozusagen geliked oder weitergeleitet oder wie auch immer man das bei Twitter dann nennt und hat da auch noch irgendwie groß drüber geschrieben, Warnung und keine Ahnung was, 27 Ausrufezeichen. Und geil sind die Twitter-Kommentare, die die Leute dann dazu geschrieben haben. Das finde ich immer auch witzig. Leute, wichtige Info, im September sind wir alle tot, also jetzt noch schnell alles geben. Oder wenn ich jetzt im September sterben tue, passt das eigentlich ganz gut. Hab bis Ende August Urlaub. Oh, nie wieder arbeiten. Oder auch schön, mich würde ja interessieren, ist es egal, wann man geimpft wurde, woher weiß der Impfstoff, wann September ist? Und das ist eine schöne Frage übrigens. Und wann, pass auf, hier besser noch, und wann sterben die erst im Oktober geimpft werden? Prophylaktisch auch schon im September. Sehr gut, wunderbar, traumhaft. Ja, das ist wirklich traumhaft, das ist wirklich wunderbar. Und abschließend noch der Kommentar, der Hinweis für den Prollo, falls du da jetzt wirklich ein Geschäftsmodell draus machen willst, wo du jetzt erfahren hast, dass du auch als Geimpfter mit den Spermien Geld verdienen kannst, kauf dir Black Horse Honey oder Jaguar Power. Das habe ich nämlich auch gelesen, das ist Honig, der angeblich dazu führen soll, dass du etwas einfacher mit der Erektion hast. Und das ist nämlich in Frankreich den Gesundheitsbehörden aufgefallen. Der soll angeblich nur natürliche Inhaltsstoffe beinhalten, aber tatsächlich, sie haben ihn untersucht, sind da die Chemikalien Sildenafil und Tadalafil drin. Das sind die Stoffe, die auch in Viagra oder Cialis drin sind. Also Black Horse Honey oder Jaguar Power, ja, da kannst du dann zu Hause ganz unauffällig immer dein Frühstücksbrot mit bestreichen. Ach ja, ihr seht das alles so eindimensional. Und dann sagst du, Schatz, ich gehe doch eine Runde arbeiten. Ja, genau. Nein, ich bin ganz groß in Tupperware-Aktien eingestiegen natürlich. Ja. Das Zeug muss ja irgendwo hin. Clever. Traumhaft. Nee, ganz kurz, ich will euch jetzt nicht die Shows stehlen, aber ich habe eben so vorgeprescht, weil ich dachte, beim Thema Bitcoin, der Sammer hat jetzt hier die Geschichte aus Schweden. Jetzt wollte ich das nur kurz auflösen, ist in zwei Sätzen gesagt. Investing.com hat berichtet über einen Straftäter, einen Drogendealer, den sie vor 2 Jahren in Schweden hochgenommen haben. Und der hat übers Internet eben Drogen verkauft und damit insgesamt 36 Bitcoin verdient. Das wurde natürlich eingefroren. Und eingefroren, wie passend. Ja, okay. Und jetzt hat man der wurde ihm den, bestimmt auch eingelocht, der Typ. Hat man ihm den Prozess gemacht und verurteilt und so weiter. Damals hatten diese 36 Bitcoin Gegenwert von 100.000 US-Dollar. Die ganzen Kosten und Strafzahlungen, die er zahlen muss, belaufen sich aber nur auf den heutigen Gegenwert von 3 Bitcoin, sodass die Schweden jetzt diesem Drogendealer tatsächlich noch 1,5 Millionen US-Dollar zurückzahlen müssen, weil er einfach Spekulationsgewinn hat. Er sitzt jetzt seit 2 Jahren da und lässt sozusagen seine Bitcoin für sich arbeiten und die müssen dem das jetzt auszahlen. Ja, das ist doch, der hat doch alles richtig gemacht, in Anführungsstrichen. Das habe ich zum Glück nicht bei NTV gefunden, sonst hättest du nämlich die Geschichte gehabt wahrscheinlich. Da hast du ein Schwein gehabt. Sag mal, kannst du hier nochmal nachlegen von dem Holz? Ja, das ist aber irgendwie das, Holzkohle hier. Holzkohle. Ich würde parallel dazu einfach noch kurz ein bisschen nachlegen. Das passt ein bisschen noch zu Sammers Geschichte mit diesen ganzen Corona-Impfungs-Verschwörungstheorien. Ich habe noch einen Artikel gefunden, in dem Fall auch wieder im Spiegel. Ja, das stimmt natürlich, aber nichtsdestotrotz, da geht es darum, dass hier eine amerikanische Mitarbeiterin eines Optikerladens
sich nicht impfen lassen wollte, obwohl ihr Arbeitgeber ihr da verschiedene Anreize gegeben hat, finanzielle, sonstige. Und ihre Begründung war, dass sie den Film I Am Legend mit Will Smith gesehen hat und sagte, dann würden wir ja alle zu Zombies werden, wenn sie geimpft würde. Und ja, gut. Da habe ich so für mich gedacht, erstaunlich, weil es ist ein Film. Und witzigerweise hat sich auch in die Debatte dann wohl, das lief dann auch über soziale Medien. Also nur diese Wedelgeräusche, ich bin nicht am Geld verdienen, ich wedel ja, tatsächlich nur das Feuer an. Aber kannst du mir mal sagen, was kennst du den Film? Was ja, I Am Legend, achso, das könnte ich kurz erklären. Das ist ein Film mit Will Smith in der Hauptrolle, der ist so gefühlt, ich sag mal, 10 Jahre alt, würde ich sagen. Da geht es tatsächlich insgesamt drum, dass bei da Forscher durch versucht haben, Viren für eine Krebstherapie genetisch zu modifizieren und dabei quasi den Großteil der Menschheit eliminiert haben. Und die Menschen, die überlebt haben, die wurden so zu Zombies quasi. Ja. Und Will Smith spielt die Hauptrolle in diesem Film, der auf einem Buch aus den 50ern basiert und der auch Anfang der 70er schon mal verfilmt wurde, da unter dem Titel Last Man on Earth. Also quasi, er ist quasi mehr oder weniger in einem völlig entvölkerten, in dem Fall New York, glaube ich, wo er wohnt. Und er ist halt einer der Forscher, die dann quasi versuchen, da ein Gegenmittel zu finden. Aber darum, kein Zombie geworden. Er ist kein Zombie geworden, aber natürlich die Zombies leben dann auch da zum Teil, also leben in Anführungsstrichen, leben Zombies? Eine theoretische Frage auf jeden Fall oder philosophisch. Auf jeden Fall sind da auch Zombies und er entgeht denen eine Zeit lang und forscht halt parallel dazu und darum geht's letzten Endes. Und ich fand das halt ganz schön, weil diese Frau, die bei einem Optiker gearbeitet hat, wie gesagt, die hat das als Begründung angeführt, weil sie diesen Film gesehen hätte und da wäre das ja so. Und dann hat sich auch irgendwann in diese Debatte wohl dann einer der Drehbuchautoren des Films eingemischt und hat halt gesagt, es wäre halt nur ein Film. Sie hätten sich das völlig ausgedacht. Und das wäre, wie gesagt, basiert auf einem Buch aus den 50ern. Es wäre halt reine Fiktion. Und man müsste sich da keine Gedanken machen. Es wäre halt wirklich nur ein Film. Es ist just fake. Es ist unfassbar. Aber es ist doch unglaublich, dass... Ich weiß gar nicht, wie doof Menschen sein können. Ja, also, ja gut. Besser kann man sich auf den Punkt bringen. Wie kann es sein, dass ein Filmemacher sich genötigt sieht, so etwas zu erklären? Ja, der hat halt, das ging wohl schon, das wurde breit diskutiert und da ist klar, in den USA, glaube ich, gibt es ja dann auch gerne mal den einen oder anderen Politiker, der sich dann da irgendwie auch versucht aufzuschwingen und da diese obskuren Theorien dann auch medienwirksam verbreitet und ich finde das nur faszinierend. Ich meine, es ist wirklich ein Film. Also man hat früher hat man irgendwie gelacht, wenn da Leute zum Glottertal gefahren sind, aber die Schwarzwaldklinik ist, weil sie da dachten, sie könnten vom Professor Brinkmann behandelt werden und waren dann ein bisschen überfordert, wenn es dann irgendwie dann doch, nee, den gibt's ja nicht, das ist ja nur eine Serie. Aber ey, das erinnert mich, die Menschheit hat genau nichts gelernt. Nee. Ich meine, es gibt ja parallel, jetzt völlig unabhängig davon, das ist nur in meinem Kopf, passt das zusammen, sonst nirgendwo. Diese Geschichte, dass die ganzen Jugendlichen irgendwie Pornos gucken und daraus irgendwelche Erkenntnisse ableiten. Ja, das ist ja das Gleiche in Grün. Ja, dass du guckst ja irgendein Zeug an und denkst dir, ach ja, so ist das. Und es ist aber nicht so. Ja, aber das so. Ist mit den Pornos, ja? Das ist wahr. Also so. das ist inzwischen tatsächlich erwiesen. Häufiges Porno gucken führt zu 5 Problemen. Erstens Gedächtnisverlust. Zweitens, Handschmerzen? Ich weiß nicht mehr, ich habe es vergessen. Nee, ja, also. Na gut, aber ich meine, die Leute gucken sich das an und denken sich, warum liegt bei mir eigentlich kein Stroh rum? Ja? Und was läuft da überhaupt schief? Also und jetzt gucken sie normale Kinofilme und denken sich auch, ja, das war genau wie in meinem Kopf. Ja? Komische Leute. Geil. Ja. Du kannst aber... Das Feuer. Das Witzige ist ja, dass diejenigen, die am lautesten wegen hier Genveränderung schreien, genau die wahrscheinlich am ehesten nötig hätten. Ja, ja das ist. Aber das ist ja immer so. So. Ja. Jetzt brennt ein Feuer, also brennen kann man es nicht nennen. Es ist eher geht so. Geht aber auch ganz schön aschig so durch die Gegend. Ja, weil hier ist, wir machen das, muss man unter einem Glasdach, ne? Also das kann ja gar nicht wegfliegen. Nee, man vielleicht war das nicht so die Schlauste aller. So ein geräucherter Schinken irgendwie am Ende des Tages, oder? Das also wir werden auf jeden Fall eine echte Lagerfeueratmosphäre nachher haben. Erleben Sie live, wie Ben Cartwright an einer Kohlenmonoxidvergiftung endet. Jetzt hast du es ausgewedelt. Vor allen Dingen, wie kriegt der Ben das hin, das Ding noch zu bearbeiten und live zu schalten, wenn er an der Kohlenmonoxidvergiftung zu Ende geht? Ja. Vor allem, wir sollten mal über den Begriff live reden.
Aber jetzt wedel ich mich. Pass mal auf, wir müssen weniger wedeln, wenn wir einfach noch einen Holzscheit draufschmeißen. Wo kriege ich einen her? Da hinten. Hier sind aber noch Blumen. Ich hoffe, da kannst du mal, der Polo sitzt ja da irgendwie. Aber da komme ich mit meiner Schnur nicht lang. Kannst du denn irgendwie die Kleidung von dir reinschmeißen? Ich hol mal gerade. Geh mal holen. Ich hol mal was hier. Das Elend gucke ich mir nicht länger an hier. Ach je. Okay. So, dann muss... Vielleicht ist es doch besser, wenn wir wieder in den Bus umziehen. Ja, hinten im Dunkeln jetzt rein von der Palme wedeln. Oder ohne Lagerfeuer. Schon in dem Rauchzeichen. Ja, und? Was schreibst du? Sie sind hinter uns her. Und sie haben den Klappstuhl ausgegraben. Jetzt drehen sie völlig durch, oder? Die Rauchzeichen hast du doch. Ja, Rauchzeichen, der Klappstuhl. So, und jetzt kommen wir mal hier wieder auf normale Themen zurück, ja. Und ich wollte euch erstmal fragen, beim Thema Klappstuhl, was fällt euch da ein spontan? Welche Stadt? Wir hatten sie eben schon. Klappstuhl? Heidelberg. Heidelberg, genau, richtig, richtig. Und ich lese euch mal hier aus diesem SWR-Artikel. SWR ist ja Rundfunk, gut, aber sie haben es... Ich sag mal rein, also jetzt für man sollte mal ganz kurz dieses manische Gesicht vom Sammer, guck mal, das ist der geborene Feuerteufel. Guck dir mal dieses Gesicht an. Ja, stimmt, der grinst. Der grinst aber richtig schelmisch. Ja. Was ist jetzt mit Heidelberg? Heidelberg, ich lese euch mal vor. Klappstuhlstreit in Heidelberg beigelegt. Ja. Gute Nachrichten also, 104-Jähriger darf vor seiner Tür sitzen. Ja, Dinge, wo man sich fragt, ja. Und es ist tatsächlich so, dass in Heidelberg wohl in so einer Heidelberger Altstadtgasse die Bürger regelmäßig mit Klappstuhl vor ihrem Haus sitzen, ja, was man so macht, ja, man sitzt so vor der Tür im Klappstuhl. Und auch der älteste Heidelberger, der hier nicht genannt wird, aber 104 Jahre auf dem Buckel hat, war regelmäßig unter den Klappstuhlsitzern. Und das war so die Gewohnheit. Ja? Die Heidelberger sitzen da so in der Gasse vor der Tür. Und doch plötzlich haben sich Anwohner beschwert und der Ordnungsdienst kommt, ja, was man sonst eigentlich nur von überlauten WG-Partys kennt. Begründung, Rettungswege müssen frei bleiben, ja. Der Klappstuhl ist allerdings im Vergleich zu einem parkenden Auto und so anderen Dingen, die so rumstehen, vielleicht sogar zu den beliebten E-Scootern, halt deutlich weniger breit und auch handlicher. Aber so entbrannte dann der Klappstuhlstreit aus Heidelberg. Und da wollte ich euch gerne an dieser Geschichte teilhaben lassen. Und erstmal auf die Zitierqualität des SWR. Also ich habe hier zwei Zitate im Artikel. Das erste Zitat ist, ich finde es sehr unangebracht. Es gibt auch viele andere und wichtigere Probleme. Das gehört alles zum Altstadtflair dazu, dass die Menschen in den Gassen sitzen. Heidelbergerin. Ich hätte da tatsächlich solidarisch meinen Klappstuhl hingestellt und hätte da eine Demonstration gemacht. Heidelberger. Ja. So, also, der Praktikant war unterwegs in Heidelberg und hat vergessen, sich die Namen aufzuschreiben. Kann ja mal passieren. Aber die gute Nachricht, die Stadt hat eingelenkt und künftig werden die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes nur noch bei Gefahr in Verzug einschreiten. Nämlich bei versperrten Rettungswegen. Ja, wer kennt das nicht? Man will mit seiner Ambulanz, wir waren alle mal Zivi, schnell durch die Altstadt brettern. Da nimmt man den ein oder anderen Klappstuhl mal zur Seite. Ja, und, oder die... Ja, das Witzige ist, der 104-Jährige, der hat tatsächlich, da gab es dann, wie man das aus der heutigen Zeit kennt, noch schöne Petition. 1400 Menschen haben das online unterzeichnet und das hatte offenbar auch zum Erfolg beigetragen. Für ihn, dass er wieder mit seinem Klappstuhl da bis an sein Lebensende aber sitzen sowas, kann. Sowas kann wirklich auch Spuren hinterlassen, weil ich habe ja hier, wie ihr wisst, um die Ecke in einer schönen kleinen Sackgassenstraße gewohnt und immer, wenn ich da reinfuhr, saß am Eingang dieser Straße ein älterer Herr, auch mit einem Klappstuhl, den ganzen Tag einfach nur, das ist ja nicht mal eine Durchgangsstraße, passiert nicht wahnsinnig viel, aber der hat mehrere Stunden jedenfalls am Tag da vor seinem Haus gesessen und immer ganz freundlich gewunken, wenn er da vorbeigefahren ist. Und irgendwann war er nicht mehr da, nur war ich echt irritiert. Und ich war schon kurz davor, bei ihm zu klingeln, aber dann saß er dann auch mal wieder da, jetzt bin ich ja weggezogen. Hatte jetzt hat er sich wahrscheinlich nach drinnen gesetzt, weil es nichts mehr zu gucken gibt. Also zunächst mal finde ich das ja
echt bemerkenswert, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es in Heidelberg so üblich, dass die Leute da schon mal im Klappstuhl vor ihrem Haus sitzen. Ja gut, jetzt sicherlich nicht an der Durchgangsstraße, aber schon mal in der Altstadt, ja? Ja, ja. Warum also es jetzt ausgerechnet ein Klappstuhl ist, kann ich dir auch nicht sagen. Aber jetzt vielleicht, egal, wenn man den zusammenklappen kann und wegräumen. Das stimmt, sehr praktisch. Ich finde das, eigentlich cool. Also jetzt spontan finde ich das echt eigentlich cool, dass die Leute da, also wenn ich mir das vorstelle, so bildlich, so eine Straße in der Altstadt ist ja auch eigentlich meistens ganz schick, ganz gemütlich. Und dann sitzen da Typen vor ihrem Haus im Klappstuhl. Finde ich jetzt so erstmal stelle ich cool. Mir ja auch deinen Toskana-Urlaub vor, ja, dass du so in der kleinen Stadt bist, irgendwo in Italien, und da sitzen halt die alten Leute im Klappstuhl vor der Tür. Genau, genau. Spielen irgendwie und Karten oder so. Und dann muss ich jetzt aber den zweiten Schritt, also da muss man jetzt, finde ich, erstmal drauf kommen, als Ordnungsamt, dass das ein Problem ist wegen Rettungswegen. Weil, also wenn du jetzt das Beispiel genannt hast vorhin mit dem Auto, was da irgendwie steht und was einen Rettungsweg blockiert, ja, der Unterschied ist doch, ja, der Typ im Klappstuhl, der ist zwar 104, aber der ist noch nicht tot. Das heißt, der kann aufstehen und kann seinen Klappstuhl gerade mal auf Seite nehmen. Während das geparkte Auto, das steht da und stört einfach wirklich. Ja, also das ist doch ein Paradebeispiel für diesen wirrenden Amtsschimmel, oder sehe ich das falsch? Also ich würde es ganz anders sehen. Du musst es einfach positiv sehen. Also du kannst davon ausgehen, dass ja das Ordnungsamt in Heidelberg auch einfach seriös arbeitet. Das heißt, alle anderen Punkte waren abgearbeitet. Alles andere war erledigt. Die waren mit allem durch. Alles war super. Ja. Und dann haben sie sich gesagt, jetzt müssen wir uns um das Thema kümmern. Es gibt von Deichkind so ein schönes Lied, die Welt ist fertig. Aber hier war das doch so, dass Anwohner den angezeigt haben, das oder weiß nicht? Ich nicht. Ja gut, vielleicht. Anwohner hatten sich doch beschwert, ja, das Ordnungsamt ist doch nur wegen der Anzeigen. Den Klappstuhl geklaut. Ja, oder vielleicht. Ja, okay, aber da muss man ja nicht drauf reagieren. Nee, ja, das muss man was, nicht was Nachbarn so schon alles so mal gern sich wünschen, was irgendwie beseitigt werden soll oder keine Ahnung. Also, ja, aber wenn so ein älterer Fahrradfahrer irgendwie die Polizei ruft und da sitzen vier Typen mit so verkabelten Autos auf dem Parkplatz, dann kommen die ja auch und schauen sich das an. Ja gut, ja. Aber wir hatten noch keine Klappstühle. Und sie haben sich so angeschaut, haben uns gefragt, was macht ihr da? Wir haben gesagt, okay, wir handeln ein bisschen mit Drogen, und dann war es okay, sind wir wieder gefahren. Wir haben noch was abgekauft und dann war es gut. Ja, genau. Eben. Das können die Heidelberger sich auch mal ein bisschen beim Ordnungsamt mal hinter die... Genau, wir haben den Sammer Ohren ja bezahlen treiben. Lassen dann quasi. Ja, und ich hatte neue Währung, nicht hatte Bitcoin. So gehofft, sie knüppeln ihn aus dem Auto raus. wieder nichts. Und brennt tut er auch noch nicht. Ja. Hat sogar noch mal Feuer nachgelegt mit seinem manischen Blick. Jetzt brennt es ganz gut, das kann er. Ja, das kann er. Ja, also sorry, also hier so ein Lagerfeuer, das kriegen wir doch noch hin. Ja, das stimmt. Wie sieht es eigentlich getränkemäßig aus? Seid ihr schon durch oder wollt ihr mal zwischendurch eine kleine... Du bist schon durch? Ja. Boah, ja. Schnell, oder? Ich hatte Durst. Hast einen guten Zug. Aber es hat geschmeckt, ja? Ja, ich fand das sehr lecker. Das kann man gut trinken. Alles wunderbar. Das hat man noch gehört eben in unseren Beiträgen, dass wir schon ordentlich einen hinter uns haben. Ich schenke das jetzt in Gläser aus. Da kannst du dann auch gleich deine französische Leckerei reinhauen. Aber ihr kennt ja alle Almdudler sicherlich. Ja. Das ist ja so ein österreichisches Getränk. Und ich habe das vor allem deswegen gekauft, zum einen, um zu belegen, dass ich in Österreich war, weil man das ja hier bestimmt gar nicht kriegt, aber vor allem wegen der Flaschen, und das müsst ihr euch jetzt mal angucken. Hier ist einmal eine Flasche Almdudler, wie man sie kennt, da steht drauf Almdudler, und da ist so ein Pärchen, die haben einen Hut auf und sie hat einen Rock an oder ein Kleid und er hat eine Lederhose und so einen ganzen Scheiß, wie man sich das vorstellt. Ne? Ösis halt, ne? Ösis halt. Kannst du dir mal angucken? Mhm. So, das ist die Ösi-Flasche. Mit dem die Feuchtigkeit hier drauf ist Wasser, ne? Sag ich mal ja. Nicht, dass ich jetzt hier 1.000 Euro weggeschoben habe. Danke. So, Flasche Nummer 1, Ausgangsposition. Und dann direkt daneben im Regal war die Almdudler Flitzer-Edition. Das fand ich sehr schön. Da haben sie dann so ein halbnacktes Pärchen drauf gemacht. Genau das gleiche Pärchen. Nur er hat noch so einen kleinen Lendenschurz und sie hat auch nur irgendwie eine Schleife vor der Mumu. Also man muss den Österreicher doch lassen. Ist das nur mit Alkohol? Das ist wahrscheinlich nicht mit Alkohol, aber was ich sagen wollte, ich bin ja ein großer Fan von Österreichern, schon immer gewesen. Und das macht es wieder leichter, sie einfach zu lieben, diese Österreicher mit ihrem Babyelefanten und all diesen Sachen, die sie immer so machen. Hattest du nicht die Österreicher auch als Schluchtenscheißer bezeichnet? Ja, aber liebevoll. Liebevoll.
Ich habe es ja auch überlegt, ob ich es rausschneide, weil das einen völlig falschen Zungenschlag kriegen könnte. Nein, ich meine das von Herzen. Die wissen schon, wie es gemeint ist. Ich liebe Österreich und ich liebe die Österreicher. Ich, dumme ist, ich fahre immer nur durch irgendwo anders hin. Ich, und sag mir jedes Mal, müsste da auch mal Urlaub machen. Aber ich habe ja meine Zeit in Wien verbracht und seitdem spätestens. Und das öffne ich jetzt einfach mal, während jemand anderes irgendwas anderes macht. Hier ist der Öffner. Feuer oder Palme wedeln, mir fuck egal. Also wir hatten ja eben das Thema mit diesem Ordnungsamt und den Klappstühlen, wo man ja auch dann, wie Sammer ja ganz richtig eingewandt hat, fragen muss, ob das, ob es denn vielleicht doch was. Ich habe jetzt auch nochmal, ich bin ja auch ein großer Freund von irgendwelchen, ich sag mal, ehemaligen Promis, die sich maximal blamieren irgendwie oder sonst irgendwie meinen, sie müssten sich aufgrund Hattest von, du den Wendler eben erwähnt? Nee, ich nicht. Ja, aber Wendler finde ich jetzt halt mal, das ist ja eher nochmal so ein C-Promi oder so. Das ist ja nicht mal ein richtiger Promi. Wir waren dann ein Promi. Schon ins Behandlungsbedürftige. Also Delta-Variante. Verklagt er uns eigentlich, wenn ich das so behaupte? Ich, keine Ahnung. Er wird es versuchen, weil da kann er vielleicht auch ein paar Euro rausschlagen, aber ist das ja. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ja, auch genau. Ein super Lied, könnt ihr mal hier ergoogeln. Also hier geht es tatsächlich Flaschen. Um Altbundeskanzler Schröder. Der sich darüber via LinkedIn quasi echauffiert, dass es in einer VW-Kantine keine Currywurst mehr gibt. Ach, ja, die ist doch. Den habe ich auch dabei. Da habe ich nur gedacht, ja. Ey, kann LinkedIn, vielleicht für die Kenner, das ist Twitter für Leute mit Stock im Arsch. Ja, sowas in der Art. Ich denke, das ist kann man ganz gut beschreiben. Ja. Und er hat, ich meine, was ich ja sehr geil finde, also es ist, der Typ ist ja schon lange durch. Ich meine, also wie gesagt, ist ja, er kennt, das hast du nett gesagt. Er kennt ja dann auch lupenreine Demokraten und solche Geschichten. Also das haben wir ja nur alles schon hinreichend. Gasgert. Ja, genau. Traumhaft. Und naja, wie gesagt, er versucht, glaube ich, immer mal wieder über soziale Netzwerke irgendwie so ein bisschen verzweifelt Aufmerksamkeit zu ziehen. Aber so richtig interessiert sich eigentlich keiner mehr für seinen Scheiß. Und ich glaube, das ist im Großen und Ganzen auch gut. Was er aber geschafft hat, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich hier bei der Currywurst-Geschichte ist ganz schön, denn er hat ein paar schöne Formulierungen gefunden. Also für ihn ist die Currywurst mit Pommes einer der Kraftriegel der Facharbeiterin. Ja, das hat er geil gesagt. Also das ist, das, ja, da muss einfach drauf kommen, auf so einen Scheiß. Also traumhaft. Wahrscheinlich und hat er Facharbeiter geschrieben und seine Genderberatung hat ihm das noch zu Facharbeiterin gemacht. Ein Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion. Also da kommt dann, glaube ich, seine SPD-Vergangenheit. Also allein das Wort Produktion ist ja schon mal sehr geil. Und das ist unfassbar. Ich weiß gar nicht, der Typ ist wirklich durch. Und hat dann unten hat er dann auch tatsächlich, also es war ja auch mal im Wahlkampf, das haben sie dann hier auch nochmal, er war ja ein bisschen eher der Genosse der Bosse, also mit Produktion hatte er es ja gar nicht so irgendwie, ne? Er war ja schon ganz gern auch eher bei denen, die den 70-Euro-Wein kaufen, statt die 3,50 Euro Plörre aus dem Aldi. Und weiß ich nicht. Das ist das Lebenselixier der Regierenden. Ja, das kann natürlich sein. Er hat es ja auch mal so gesagt, indem er sagte, na, das Leben wäre auch zu kurz, um billigen Wein zu trinken. Manche haben halt keine Alternative, aber ja, er versucht sich dann schon irgendwie so ein bisschen. Ja, aber solange du den Kraftriegel der. Den Kraftriegel der Facharbeiter ist. Aber so der geil. Gerd. Das hätte auch echt DDR sein können. Das müsste man sich mal sofort so patentieren lassen, eigentlich. Das ist ein Facharbeiterin und das Facharbeiter. Ich habe das tatsächlich auch in meinem Aktenstapel hier mitgebracht, dieses Thema. Unfassbar. Ich war tatsächlich mal Praktikant bei Volkswagen und habe da auch regelmäßig die bekannte Currywurst genossen in der Kantine. Es war halt eine Currywurst, ja, was soll da schon schief gehen? Aber deswegen bist du heute so ein kräftiges Bürschchen geworden. Ja, 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 natürlich. So ein Kraftmeier. Ja. Aber zum Gerd noch. Sie nennen mich auch den Krakauer. Den Kraftriegel. Ja, hier, aber zum Gerd wollte ich noch was nachtragen, weil du sagtest, der ist durch und da hast du vollkommen recht mit. Ja. Wir möchten nur gerade noch ein Beispiel anführen. Der Gerd, der sagte auch, vor einigen Wochen sagte der auch in irgendeinem Beitrag irgendwie, ja, das so sinngemäß, das ist jetzt kein Zitat, ne, sinngemäß, ja, das mit dem Klimaschutz, weil es im Wahlkampf jetzt überall vorne ist, ja, das sei ja echt übertrieben, ne, Wirtschaft müsse immer vor Klimaschutz gehen, ne, so nach dem Motto, Klimaschutz ist Gedöns, das war wieder so ein bisschen nach dem Motto, kurz danach kam die Flutkatastrophe. Da habe ich nur gedacht, da müsste man jetzt eigentlich plakatieren, ne, hier Foto von den zerstörten Häusern und dann das Zitat vom Schröder darunter, also... Ja. Ja, wer konnte das denn? Ohne Worte, ohne Worte. Ich finde halt, also jetzt mal auch gerade bei sowas, also ich meine, gerade auch was das Thema Klimawandel angeht, ich meine, der Schröder kann das leicht sagen, weil er wird es nicht mehr erleben, die Folge. Ja.
Also ja. Und wir, also wenn das mit der September-Theorie nicht stimmt, werden wir es ja vielleicht noch erleben. Ja. Und das finde ich halt, also ich, also das ist jetzt auch ein anderes Thema und ich möchte jetzt auch gar nicht, irgendwie kriege ich gleich wieder Blutdruck. Aber das ist, wenn da immer nur alte Menschen versuchen zu entscheiden für Dinge, die in 35 Jahren sind oder die in 20 Jahren sind, die betrifft das halt alle nicht mehr. Ja, ja. Die sind dann alle weg. Genau. Und, oder halt im besten Falle im Pflegeheim. Und das weiß ich nicht, ich finde das irgendwie sehr schwierig irgendwie da halt gerade. Und ja, egal. Ich möchte nur eine Sache noch ganz kurz hier sagen. Er hat auch noch, das bezieht sich hier auf den Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen, da ist das ja auch nochmal plakatiert worden. Currywurst ist SPD. Also oh. ist mit einem S geschrieben, nicht mit zwei. Und schlimm, oder? Ja, also Peinlichkeit im Quadrat. Also ich finde das sehr übel. Sehr geil ist es ja auch übrigens, das ist noch das Kleine, er ist ja dann auch noch zu doof, das zu kapieren. Es gibt ja bei VW, man soll es kaum ahnen, der Konzern hat wie viel tausend oder hunderttausend Mitarbeiter, keine Ahnung. Es gibt mehrere Kantinen. Und diese Currywurst ist nur in einer Kantine jetzt von einem Speiseplan genommen richtig. Worden. Wer Currywurst will, geht nach gegenüber. Genau, die andere ist quasi gegenüber, da gibt es ja. Currywurst. Das finde ich jetzt irgendwie auch so ein bisschen... Ja, gut, aber kann man machen. Darauf ein Almdudler, würde ich sagen. Darauf ein ja, genau. Almdudler. Eine flüssige Currywurst aus Österreich. Ja. Ja. Der Krafttropfen für Österreicher. Herrlich. Zischt wie Apfelsaft. Und es schmeckt irgendwie, ich weiß gar nicht, wonach. Das ist lecker. Also schmeckt ein bisschen was wie Apfelsaft. Schmeckt so ein bisschen halbnackt aus der einen Flasche. Mhm. Habe ich extra auch dir eingeschenkt, die halbnackte. Ich bin begeistert. Das ist die mit dem Black Hengst Honig drin. Oh. Also wenn du heute noch ein bisschen Geld verdienen willst, also ich hätte dich schon. Jetzt fit gemacht. Ja, also der Sommer hat hier die Finger im Grill. Was quasi fit gespritzt. Ah, mitgespritzt. Ich finde mitgespritzt, Mensch. Ach so. Alter, lässt auch das Gehör nach. Ich das war vielleicht mehr. Das Zweite, was du vergessen hast. Also demnächst sitzen wir wieder züchtig im Bus, würde ich sagen. Das Niveau sinkt. Ja, gibt es ja wohl nicht. Was hat das denn jetzt hier mit dem gemütlichen Abend am Grill zu tun? Das ist dieses Gemecker die ganze Zeit und wieder in den wir Bus. Wir meckern voll, nicht. In den engen. Wir stellen nur was fest. Soll das denn? Ich hab mal hier, wir wollen ja nicht wie der Gerd Schröder so ewig gestrig sein, sondern wir sind ja hier Visionäre. Nicht peinlich vor allen Dingen. Deswegen kram ich auch immer wieder diese visionären Themen aus und mein seit einiger Zeit von Google sehr immer wieder vorgeschlagenes Lieblingsmagazin ist der e-fahrer.com, wo ich schon dieses geile selbstfahrende Fahrrad gefunden hatte. E-fahrer, das ist so eine Webseite für E-Bike und E-Auto-Fahrer. Und die haben jetzt einen Artikel geschrieben, wo über eine Forschung berichtet wurde, die ich eigentlich geil fand. Was würdet ihr davon halten, wenn man sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen könnte und dadurch sogar ein Drittel des bundesweiten Stromverbrauchs generiert? Super. Klingt als gut. Als Besitzer einer elektrischen Fliege. Nein, klar. Ey, das ist ja klar. Ding. Boah, das geht echt ab. Jetzt nochmal. Ein Drittel. Du, also die Idee, die die haben, ist, ich muss anders ansagen, es gibt ja sehr viele Autobahnen in Deutschland, sehr viele Autobahnen. Und was ja voll nervt, ist, auf der Autobahn im Regen zu fahren. Also haben sich die. Mich nervt das. Ich fahre nicht gerne im Regen, noch dazu im Dunkeln. Ich finde es kacke im Regen durch. Also ja, aber ich finde es auf der Autobahn weniger schlimm als innerorts zum Beispiel. Gut. Okay, so, aber jetzt sagen ist wir mal auf der Autobahn. Am Arsch. Du lass doch mal die Geschichte vorbereiten. Du schlägst ja quasi doch an. Was machst du denn? Der hat mich doch angemacht. Das ist doch keine mit Fliege. Seiner Scheiße in Ruhe. Fährt er wie so eine Oma Auto. Ja, weiß ich nicht, bei Dieselregen scheint. Mit so einer metaphorischen elektrischen Fliegenklappe jetzt. Lass den doch, der fährt ja auf der Licht. Er fährt also, halt rechts ran, wenn es regnet, auf der Autobahn. Lass ihn doch. 80. Ich hab nichts von 80 gesagt, du Schwein. Jetzt sei endlich mal ruhig. Ja. Sonst verbrenne ich dich hier. Das vielleicht zu schnell. Also, ich habe nur gesagt, ich fände es schön, wenn man auf der Autobahn, was ist denn da drin gewesen in dem Bier, bitteschön? Die Umbria. Also,
Ich fände es schön, wenn man auf der Autobahn ein Dach über dem Kopf hätte. Dann wäre ja immer die Straße trocken. Und noch geiler wäre es ja eigentlich, wenn du so überlegen, dass diese Forscher, wenn du diese Dächer aus Photovoltaikanlagen machst, also baust ein Solardach über die ganze Autobahn und würdest damit immerhin 2,6% der Gesamtfläche von Deutschland überdachen oder überdecken mit Photovoltaikanlagen, weil so viel macht die Autobahn aus tatsächlich. 2,6% von Deutschland sind mit Autobahnen zugebaut. Autobahnen oder ja, normale Straßen? Autobahnen. Bist du sicher? Straßenflächen, sorry. 2,6% der bebauten Wollen wir genau sein, sonst schimpft er mich hier wieder aus. Nein, es sind Straßenflächen, aber davon sind halt ein großer Teil auch Autobahnen. Und die sind ja typischerweise sind die quasi freigeschlagen von allem. Ja, die Belgier haben ja den umgekehrten Ansatz verfolgt. Die haben alles irgendwie, alle Autobahnen ja beleuchtet, um die Atomstrom weil die Deutschen das bezahlt werden, haben nach dem Krieg. Das ist, hat mein Vater mir immer erzählt, wenn wir durch Belgien fahren, haben alles die Deutschen bezahlt von den Kriegsreparationen. Haben die Belgier sich schön da die Lampen hingebaut und die Deutschen mussten es angeblich bezahlen. Ich dachte, wir hätten noch Gold aus dem Kongo gehabt, die Belgier. Aber, aber die immerhin Belgier. Jetzt eine Zahl für dich, Beef. 312 Quadratkilometer Platz machen die Autobahnen aus. Das heißt, du könntest eine Photovoltaikanlage mit 312 Quadratmeter bauen. Das wäre immerhin für die, wie Frollo, Kilometer. Die nicht so ein Vorstellungsvermögen haben, die Fläche von Bremen. Fast aber üblicherweise ist das eigentlich immer Saarland normalerweise. Nee, aber diesmal ist es Bremen, wahrscheinlich Saarland ein bisschen größer. Ne? Ah, also ich kann nur Saarland und Fußballfelder. Ja, vor allem. Ja, da sollte Andi Scheuer doch mal eine Ausschreibung machen. Der kann das doch gut. Ja. Und du könntest damit 45 Terawattstunden erzeugen im Jahr. Und dann steht hier eben zum Vergleich, der Gesamtverbrauch in Deutschland sind 129 Terawattstunden. Also ein Drittel würdest du wirklich damit hinkriegen. Das Problem an der Sache ist halt scheiß teuer, über die ganzen Autobahnen so ein Solardach zu bauen. Ja. Aber die Idee finde ich geil. Ja, also ich glaube, der Artikel ist aber von der Stahlpfostenindustrie lanciert. Ja, da aber wenn sowas beschlossen wird, dann müsstest du nämlich genau in sowas investieren. Nicht in das gibt doch auch in irgendwie Zulieferer. Schon so Forschungsgeschichten, dass man irgendwie den Asphalt so mit Solarzellen bestückt, ja, das ist irgendwie so Fahrradwege oder was, dass du direkt den Straßenbelag. Also ich würde in Kabel und in Draht investieren, weil der Strom, der da erzeugt wird, der muss auch dann dahin gebracht werden, wo er verbraucht wird. Ja, aber wie geil wäre das, wenn du dann dieses Dach hast und dann baust du da noch so irgendwie so eine gibt ja bestimmt irgendwann, gibt es ja so Fernladung, dass du gar nicht mehr mit dem Kabel angeschlossen sein musst mit deinem E-Auto, sondern ja von deinem Handy. Ja, so, ja genau, sowas. Autoscooter. Ich werde in Autoscooter Dann hast du E-Auto. Dann hast du E-Autos vielleicht mit so einer kleinen Antenne da oben oder eben mit dieser Funkladung und du fährst unter dem Solardach durch und da kannst du nämlich einfach mal von München bis Hamburg mit dem E-Auto durchfahren, weil das die ganze Zeit konstant geladen Elon wird. Und scheiß auf der Fahrt in die Hose. Und jetzt nenn uns mal hier die kleinen Elons von der Bonboy. Baut der Autos, der hätte einfach nur 100.000 Autoscooter verkaufen müssen. Ne? Ja, aber was machen wir dann mit Cobra 11, wenn dann da der Wagen irgendwie sich 17 Meter hoch in die Höhe schmeißt, sich dreimal überschlägt, explodiert, der Hubschrauber kommt noch ran und stürzt auch auf die Straße. Was ist dann? Ne? Da hast du so ein Tunneldach. Toll. Und die deutsche Autolobby ist auch dagegen, weil die können dann keine Cabrios mehr verkaufen. Aber ist jemals... Das ist natürlich wahr. Ja! Aber und gegen die deutsche Autolobby geht gar nichts. Ganz bitte. Autoscooter. Wieso? Wo kannst du besser Cabrio fahren, als wenn ein Dach drüber ist? Gerade in Deutschland. Ja, dann macht es ja so dann gar keinen Hamburg, Sinn mehr. Ja, aber das macht auch dann doch, ein gutes dann macht doch das und Autofahren auch depressiv, weil es ist ja bekannt, dass die Menschen das Licht brauchen, um nicht depressiv zu werden. Und wenn du dann die ganze Zeit in so einem Tunnel unterwegs bist, ist doch scheiße. Kann man doch dann brauchst du nur einen finnischen Chauffeur, weil der ist die Dunkelheit gewohnt. Aber der Solarstrom, da ist doch sicherlich noch einiges übrig. Da kann man doch Lampen. Ich hole zu meinem zweiten Ich fahre demnächst im Autoscooter durch einen beleuchteten Tunnel. Prost. Also ich finde das ja an sich eine schöne Idee, aber ich glaube, es ist scheiße. So, mein lieber Bean, ich kredenze dir ein leckeres Otterkringer. Idee, was für ein Otto? Aber ein Otterkringer, das ist Bier aus Wien. Das habe ich tatsächlich in Wien gesagt, helles Bier. Du machst Otter auch mit Otterkringer. Es gibt eine Stadt, der 18. Bezirk
heißt Otterkring jetzt in Wien. Okay. Und wenn du nachts besoffen durch Wien rennst, dann haben die Österreicher mir beigebracht, dann bestellst du ein 18er Blech irgendwo in der Dose. Das ist halt eine Dose Otterkringer. Okay, muss man 18er Blech. 18er Blech. Aber Jamie Ford. So, dann kriegst du kriegst du eine Dose Otterkringer. Und das ist das Zweite, was ich hier auch mal in den Podcast einbringen wollte. Ein schönes Otterkringer. Sehr gut. Helles. Weil wir ja gerade noch in Österreich sind. Nächste Woche komme ich dann in Kroatien an und dann kriegst du kroatisches Bier. Und du trinkst das jetzt mal hier den Dudler aus, bitte. Ja. Ach so, ich muss. Aber jetzt mal ganz ehrlich nochmal abschließend jetzt zu dem Auto-Artikel. Wir können ja da mal festhalten, der Ben und sein Regen, ja, das ist ja so ein Problem anscheinend. Er hätte gern das Dach. Wieso geht er nicht hin, macht sich einfach so ein Solarding über sein Auto schön breit, schön groß? Dann hat er die ganze Zeit so ein Dach über seinem Auto und hat den Solarstrom für den Benanza-Bus auch noch direkt. Ja, weil der Regen von vorne kommt, du Pfosten. Ich fahre da mit 140 die Autobahn entlang. Mach's ein bisschen länger nach vorne. Wenn es regnet, fährst du eh rechts ran, hast du gesagt. Also, dann machst hab du das. Hab ich gar nicht gesagt, das hat der Bruno gemutmaßt. Du machst das Dach wie der Beef. Wie der Beef gesagt hat, das Dach machst du vorne. Das Problem ist, wenn man lang. So wie ich mit dem Benanza-Bus mit 140 über die Autobahn schießt, auf dem rechten Streifen. Machst das ein bisschen nach vorne wie so eine Basecap. Da regnet es dir auch in die Augen. Das kannst du ja ausrechnen, ne? Geschwindigkeit, in der der Regen kommt runter, Geschwindigkeit, wie viel Meter das schaffst du in der Zeit. Das ist bestimmt super gut für meinen Dieselverbrauch, weil das ja gar kein Windwiderstand ist. Ja, wieso Diesel? Wenn du die Photovoltaik über dem Auto hast, dann machst du da einen E-Motor drauf. Das ist kein E-Bus, da steige ich nicht mehr ein. Wer weiß, wie viele Rapsöl-Liebespärchen er mit seinem Biodiesel auf dem Gewissen hat. Ja, vor allen Dingen, wie viele Unfälle verursacht er, wenn der bloß, weil es regnet, rechts ranfährt? Ja. Wie so ein Motorradfahrer. Unter der Brücke steht er da rum. steht der Benanza, muss unter der Brücke. Kommt die Polizei, fragt, was ist los? Ja. Es regnet. Nehmen Sie wieder Podcast auf, oder was? Nee, ich wähle mir einen von der Palme. Das ist die Währung der Zukunft. Hat er die rote Lampe wieder an? Genau, so rotes Läppchen im Fenster, traumhaft. Also, ich glaube, wir müssen entweder wieder früher anfangen beim nächsten Mal oder auch weniger Bier trinken. Wir haben doch gar nicht andererseits, so viel getrunken. Ich finde, das Niveau steigt ich ständig. Es steigt also, zu Kopf, wenn man hier so sitzt am Lagerfeuer mit so ein bisschen hier. Was ist denn eigentlich ein Almdudler? Also jetzt mal so, weil ich gerade den letzten Schluck weghaue. Eine Limo? Nein, was ist ein Almdudler? Also nicht das Getränk, sondern was der Begriff Dudler. Was ist ein Dudler? Ja, das ist so ein Typ, der mit so einem Horn auf der Alm steht, schätze ich mal. Also der da so rumdudelt. Ist das nicht der Alphornbläser? Horn. Ja, der heißt aber in Österreich Almdudler. Ah. Ja, gut. Ich bin der Almdudler. Ich bin der Alphornbläser. Ja, da kenne ich jetzt eigentlich nicht aus. Ah, nee, das war ja ein anderes. Wäre ja mal eine Recherche wert. Vielleicht könnte das ja mal der eine oder andere Zuhörer vielleicht rauskriegen. Ja. Wir haben ja auch österreichische das Zuhörer. Das Geile ist, dass unsere Zuhörer, wenn wir sie denn tatsächlich haben, dann ganz schön ignorant sind, weil wir ständig irgendwie bitten, dass sie uns mal hier recherchemäßig unterstützen und fast nichts zurückkommt. Recherchemäßig, für dich heißt das immer nur, sollen dir Bier schicken. Nein, der Sammer, der hat letztens auch irgendwie so einen Aufruf gestartet und hat gebeten, mal etwas zu recherchieren und da kam auch nichts. Was habe ich? Was für ein Aufruf? Ich weiß nicht, wir haben ja mehrmals schon unsere Hörerinnen und Hörer angesprochen. Ach so. Und gebeten, natürlich Alkohol zu schicken, okay, haben wir genug, aber auch mal so vielleicht so kleine Fragen und so zu klären. Vielleicht waren die alle drei im Urlaub jetzt. Ja, oder die Frauen waren sehr kompliziert. Ich weiß auch nicht. Also, ich trinke jetzt mal hier so einen Otterkringer. Also ich, 18er Blech. Prost. 18er Blech. Hier kriege ich auch einen Schluck. Ja, natürlich. Also hier. Das ist wirklich, das verbindet mich mit Wien. Und vielleicht hört sie ja zu, ich schicke jetzt einfach mal Grüße an meine Kollegin Katrin raus, mit der ich das letzte Mal vor 2-3 Jahren in Wien war, beruflich. Und dann habe ich auch die Geschichte mit dem 18er Blech erzählt und die kannte das, weil die auch schon ein paar Mal in Wien war. Und dann sind wir tatsächlich nachts an so eine Würstelbude gegangen und haben 18er Blech bestellt. Und dann seid ihr erstmal vermöbelt worden, weil ihr den Akzent nachgemacht. Ah, die besoffenen Piefkes, die labert hier wieder Scheiße, aber hat uns zwei Dosen gegeben. Aber überteuert dann bestimmt. Ja, natürlich. Selbstverständlich. So. Ich weiß nicht, ich hab's nicht mehr gewusst. Den Teutonenaufschlag. Gibt's ja extra eine Taste für. Genau. Hier ist Trägasse. Ich habe ja früher wirklich eine Lanze gebrochen für die Österreicher, weil wir nennen die Schluchten Scheißer, also ich natürlich nicht, aber andere. Aber die nennen uns ja einfach nur Piefke. Das ist ja eigentlich total nett. Da
Das hat, ja, weiß ich nicht. Ah, Piefke ist, glaube ich, nicht also schön. Piefke also, ist irgendwie nicht glaub, so richtig schön. So, ah, zählt schon in Österreich. Schluchtenscheiße. Ja, aber es zählt in Österreich schon eher als Schimpfwort. Ich glaube ja, es ich nicht. Weiß. Die haben auch eh mit den Schimpfwörtern, ich habe mir da auch sagen lassen, es ist weniger beleidigend, zu einem zu sagen, geschäßen, geschäßen, oder so, ne, als zu ihm zu sagen, Schlechti. Schlechti ist wohl eine richtig krasse Beleidigung. Vielleicht kann das mal ein österreichischer Zuhörer oder Zuhörerin. Gender-Sternchen. Hier. Wahrscheinlich hat der Toni Polster das damals zum Schiedsrichter gesagt, geh scheißen, und dann hat er rot gesehen. Und hat echt einen Rüppel im Ruhrpott. Ich hab's doch gar nicht so gemeint. Das kann natürlich sein. Hat er da 6 Wochen gekriegt, naja. 6 Wochen? Für was? Der Polster, der Toni Polster hat dann mal irgendwie bei den Pillen, glaube ich, rot gesehen und hat dann irgendwie dafür 6 Wochen gekriegt. Es waren ursprünglich 5 und dann haben die Kölner aber irgendwie Berufung eingelegt und haben irgendwie noch ein Video mitgebracht und dann war das aber dummerweise ein Blackface-Video und dann hat der Polster noch eine Woche oben drauf gekriegt. Na gut, Blackface-Video ist ja auch nicht immer schön. Ja, bei der Berufungsverhandlung ist das dumm. In der Tat. So. Na ja. Seid ihr an heißen Höschen eigentlich interessiert? Immer. Aber ich, hallo, ich bin ja quasi hier der Höschenbeauftragte, seit ich den Fetisch da vom Elon. Ich wollte sagen, du hattest ja schon mal heiße Höschen. Ja, ich habe erneut heiße Höschen dabei. Was war noch mit dem Elon? Na, der hatte irgendwie so eine Höschenkollektion sich auf der Tesla, im Tesla Online-Shop geleistet. Hatte dann aber Lieferschwierigkeiten, ja, weil es irgendwie. Ist aber auch egal. Ich habe diesmal was aus Bulgarien und da ging es richtig zur Sache. Das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, aber wir hatten ja Urlaub. Da war nämlich Beachhandball-WM, EM, in Bulgarien. Und vor Olympia oder nach Olympia? Das war Anfang, Mitte Juni war, Juli oder? War das. Das war, hätte ich jetzt gedacht, vor Olympia, war denn Olympia? Ne? Olympia davor, war jetzt, ne? Ja. Nee, Olympia war danach. Ja. Also, aber es geht ja, wie gesagt, um die Höschen und die Norwegerinnen haben sich gedacht mit ihrem Team, auch komm, ziehen wir mal längere Höschen an. Ja, das war doch bei Olympia, oder nicht? Das ist doch egal, hier steht nee, EM war nicht in Bulgarien. Nee, wenn's da schon steht. Ich glaube, das war vor Olympia. Wenn es da schon steht. Das war nicht Olympia, muss ich im Prolo rechnen. Ja, aber ihr kennt gelesen. Ja die Geschichte, ja. Genau. Also die Geschichte ist dann nun extrem bekannt mittlerweile. Wir haben was ist denn da mit Leuten? Da sind ja, die Fans kommen. Ach nee, Fans die sind kommen. Auf dem Fahrrad und Durchreisende. Jedenfalls, die Norwegerinnen haben sich gedacht, komm, wir ziehen mal irgendwie in Anführungszeichen normale Höschen an und haben direkt eine Strafe kassiert und letztendlich irgendwie auch 1.500 € Verstoß gegen die Kleidervorschriften, ja, und Fall unangemessener Bekleidung, ja, weil sie halt so, ich glaube, die Herren tragen noch länger, aber auf jeden Fall keine Bikinihosen. Und ja, dann hat aber der Weltverband IHF hat gesagt, komm, hier knappe Höschen, ja. Und bei den Herren ist es tatsächlich mindestens 10 cm über dem Knie ist Schluss. Ja, und wenn man jetzt nicht so O-Beine hat wie der Sammer, dann ist da ja noch genug Spielraum für, also bis es ins Eingemachte geht. Und bei den Damen ist es natürlich ganz klassisch knapp, Bikinihöschen. Und ist das Ganze natürlich eskaliert. Also eine spontane Aktion sei es gewesen, wird hier eine der Mannschaftskolleginnen, Katinka Haltwig, zitiert. Habe ich jetzt nicht gehört. Was? Habe ich jetzt nicht gehört. Ist doch egal. Jedenfalls, weißt du, die da beim Beachvolleyball und so Geschichten, ja, die tanzen. Kannst du nochmal sagen, wie die heißt? Haltwig. Mit scharfem V. Nein, das ist doch eine absolute Frechheit, dass die da eine Strafe kriegen. Das ist ja, läuft ja unter dem Thema Sexismus im Sport. Bei Olympia haben, glaube ich, waren es die Deutschen, die beim Turnen, da haben die Mädels längere Anzüge angezogen, um eben nicht mehr derart sexy unterwegs zu sein. Und wenn die Norwegerinnen das für angemessen halten, dann ist es eine absolute Frechheit, dass sie da die Strafe aufgebrummt kriegen. Übrigens, Prollo, was in deinem Beitrag noch fehlt, Pink, die Sängerin, hat angekündigt, die Strafe zu übernehmen. Ja, habe ich auch gelesen, ja. Oh, ist ja nett. Ja, und das finde ich natürlich großartig, aber das ändert natürlich nichts am Grundproblem. Ja. Das ist eine absolute Unverschämtheit. Also das Höschenproblem im Volleyball. Ja, vor allem, ich hätte gedacht, also beim Schwimmen, ne, da haben die ja auch sehr knappe also sowohl Männer als auch Frauen sehr knappe Klamotten an, um wenig Widerstand zu haben. Ja, aber wenn dann sich einer irgendwie so ein
so einen etwas aufwendigeren Anzug anzüge, dann wäre das ja... Haben die teilweise beim Schwimmen, also die haben da teilweise auch so mehr oder weniger Ganzkörperanzüge an. Nee, ich wollte nur sagen, also es, man könnte ja auch einfach sagen, also solange es keinen Wettbewerbsvorteil, es geht ja um Sport am Ende des Tages, und solange es keinen Wettbewerbsvorteil gibt, und den gibt es meines Erachtens beim Beachvolleyball jetzt durch die Hose nicht unbedingt, ne? Dann kann man doch da keine Strafe ausschmecken. Du machst ja Frauenfußball auch nicht im Tanktop und im Tanga, ja? Ja, also, richtig. Ja, ich finde es auch, ich finde das auch schwierig, aber da wahrscheinlich werden da auch, ich sage jetzt mal, gefühlt alte, weise Männer das entschieden haben. Und aber dann haben die vielleicht kein Internet, noch, wenn die das sehen wollen? Das ist ja wohl... Die, nein, die brauchen auch, vielleicht ist jetzt auch mit den Fernsehübertragungen das auch nicht so optimal gelaufen, vielleicht müssen die jetzt auch an Zusatzwährung denken und deswegen, da sind wir wieder beim Sommer mit seiner Eröffnungsstory heute, dass die dann auch wieder, wie soll ich sagen, Animation brauchten, aber nee, ganz im Ernst, ich finde das tatsächlich auch ein Unding, also verstehe es auch nicht, was da der tiefere Sinn sein soll, außer dass es eben, ich vermute, geht dann wieder Richtung Fernsehrechte, dass es halt irgendwie dann noch besser als Fernsehsport verkauft werden kann seit Olympia. Das ist halt auch irgendwie unsensibel. Natürlich ist unsensibel. Also. Ja, total. Total unsensibel. Das ist quasi Sexismus. Ja, genau. So. Also bevor du jetzt ausatmest, muss ich mal ganz kurz noch eine gute alte Tradition zum Besten geben und dann kannst du auch weitermachen. Mann, sind wir schon so weit? Oh, so wir haben wie immer eine Stunde strullen. 15. Ihr dürft euch jetzt aussuchen. Entweder ich mache dann jetzt nur noch den Quickie oder wir hängen noch ein bisschen dran, dann erzähle ich gerade noch ein bisschen mehr. Ja, wegen mir. Ich habe Zeit. Ich bin auch hier gemütlich am Feuer. Heute Abend nichts mehr vor. Na gut, dann fange ich jetzt gerade noch eine kleinere Geschichte an. Mainz ist ein Drecksloch. Kennt ihr den Spruch? Ja, ne? Mainz ist ein Drecksloch, ich will jetzt ja den Mainzern gar nichts. Ich kenne nur das von der ZDF-Ansagerin. Früher gab es auch noch Ansager im Fernsehen und da gab es doch diese berühmte Überleitung, das war die Dokumentation, das schwarze Loch und im Anschluss sehen sie Mainz, wie es singt und lacht. Ja, nee, Mainz ist wirklich so gewesen. Ja, gab ja mal einen Sportreporter, sie standen an den Hängen und pisten. Mainz ist ein richtig. Allerdings beim Skifahren. Mainz ist ein Drecksloch, sagt der eine, zum anderen sagt der andere Mainz auch. Ja. Das ist, kenn ich auch. Kann man ja noch mal ein bisschen drüber nachdenken, dann fällt der Groschen vielleicht noch beim einen oder anderen. Das ist intellektuell. Aber ich wollte jetzt gar nicht über Mainz, sondern über ein anderes Drecksloch sprechen. Kennt ihr die Gumpe? Was ist das? Die Gumpe. Das ist im oberen Teil des Königsbach-Wasserfalls im Nationalpark Berchtesgaden eigentlich eine versteckte Oase, ein wundervoller Ort, der eigentlich nur Insidern bekannt war, bis was passiert ist? Instagram, genau. Und dann die ganzen, also Instagram, irgendwann hat es angefangen, irgendjemand hat es entdeckt, irgendjemand hat gepostet, da gibt es oben, das ist wirklich so richtig so an einem Hang, wie so ein Pool ist da, das sammelt sich das Wasser. Ja, da habe ich ja auch meine Insta-Story, die unter www.gumpenabenteuer. Die Gumpe. Würde zu dir passen, Polo. Und dann gehen die Insta-Selfie-Foto-Touri-Assis natürlich hin und pflanzen sich da in den Pool und machen da wirklich schöne Fotos, denn das ist wohl wirklich ein traumhafter Ort. Also es ist halt gefährlich. Ne? Es geht da dann runter, in den Wasserfall geht das über und es ist durchaus gefährlich. Aber vor allen Dingen ist es so, dass eben Tausende von diesen Insta-Touris da, weiß nicht in wie viel kurzer Zeit, da immer durchziehen und innerhalb kürzester Zeit aus diesem Ding einen Hotspot gemacht haben und das total zugemüllt haben, die irgendwie die Natur zertrampelt und alles Mögliche da irgendwie negativ beeinflusst haben, sodass das Ding jetzt tatsächlich für 5 Jahre gesperrt wurde für die ganzen Touristen. Finde ich gut. Ja, finde ich auch absolut gut. Also das Landratsamt sagt halt, die Natur soll Zeit haben, sich wieder zu erholen und man überlegt durchaus auch, das Ding darüber hinaus zu sperren, das ist noch nicht ausgemacht, aber es ist halt ein echtes Problem, ne? Müll, Lärm, Lagerfeuer und auch Rettungsaktionen, wie gesagt, es ist durchaus gefährlich, da zu sein, da musste die Idioten dann da auch noch retten
Und da haben die halt aus diesem schönen Ort ein, wie sie hier schreiben in dem Artikel, ein Drecksloch gemacht. Das ist schon eine Scheiße, kann man anders nicht formulieren. Also war das jetzt bei mir im Urlaub auch. Ich war ja tatsächlich dann noch in Kroatien an den Plitvicer Seen. Wer das kennt, weiß, dass das auch ähnlich schön ist. So super klares Wasser, Wasserfälle, pipapo. Und wir sind morgens um 7 dahin gefahren, damit wir so ein bisschen menschenfrei hatten. Und später kamen dann halt auch diese ganzen Touri-Scharen und ja, kann man denen nicht verdenken. Wir waren ja auch da, wir waren ja auch Touristen, aber was mich dann halt echt so megamäßig abfuckt, ist dann dieses Insta-Gepose. Okay. Ne, das, also, da geht es ja gar nicht um den schönen Wasserfall, den ich dann fotografiere, sondern die fotografieren, das habe ich hier schon tausendmal, immer ihre Fresse vor dem Wasserfall. Und dann in den unmöglichsten Posen. Und meistens inzwischen ist es oft so, das sind dann ja auch so ganze Teams, das sind dann so auch so Mädelstruppen und jede posiert, also du kannst dann da auch, das sind ja so Stege über das Wasser, du kannst dann da gar nicht weiter, weil jede von denen ihren fetten Arsch da irgendwie in die Kamera halten muss. Und dann machen sie das so reihum, jeder für den anderen. Das ist ja irgendwie ganz süß zu sehen. Aber dann denke ich auch so, Mädels, und am Ende des Tages schickt jede von euch dasselbe Foto in seinen Kanal da hoch. Und davon gibt es schon 100 Millionen. Ne? Das, vielleicht kann man das wie in der Schule handhaben und einfach Handyverbot. Ja. Ja, also es gibt, da gibt es zum Beispiel Drohnenverbot, hatte ich gesehen, gab es da, weil das würde sich sicherlich auch anbieten, da mit einer Drohne drüber zu fliegen. Fände ich auch persönlich ganz cool, die Idee, aber dieses Gepose, also man müsste irgendwie so Selbstdarstellungsverbot aussprechen, weil das hält auf tierisch und ja, es ist auch schwer zu ertragen, finde ich. Ja, es ist schwer zu ertragen und es ist gefährlich, um das mal jetzt noch sozusagen an die Geschichte ergänzend dran zu hängen, denn von genau so einer Influencerin oder Instagrammerin, der Sophia Cheung, gibt es auch einen Beitrag oder eine Nachricht, eine traurige Nachricht. Das ist auch eine, die sich bei Instagram einen Namen gemacht hat, 32 Jahre alt, spektakuläre Fotos vor Klippen und so weiter, und die ist jetzt vor einem Wasserfall abgestürzt und ums Leben gekommen dabei. Das ist in China passiert, in Hongkong, beziehungsweise, Hongkong gehört quasi ja jetzt, zu China. Ist ja jetzt im Prinzip China. Also ist bei Hongkong passiert und sie ist in den Tod gestürzt. Und das ist natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Seite dieser Geschichte. Wenn man sich aufregt über die Umweltzerstörung und so weiter, wie wir es gerade gemacht haben, ist das eine. Aber die Leute gehen ja teilweise, das ist ja jetzt mal ein Unglücksfall, der in die Presse gekommen ist, aber meistens geht es gut, aber die Leute gehen ja wirklich hohe Risiken ein. Und was ich mir nur gedacht habe, als ich das gelesen habe, was für ein unnötig verlorenes Leben, ja, für so eine Scheiße, für so ein blödes Selfie, riskieren, weiß nicht, wie viele Tausende es davon gibt, jeden Tag ihr Leben letztlich, weil es kann immer mal schief gehen, ja. Es geht ja auch immer mal wieder schief. War es Helgoland oder wo die dann an den Klippen auch zu nah dran waren, abgerutscht, keine Ahnung. Wie völlig überflüssig so ein verbrauchtes Leben. Also ja, genauso tragisch wie eben Millionen von diesen Instagram-Fotos, wo es immer die gleichen Fotos sind, nur dass jeder Spacko sich da selber drauf sieht. Ne? Das ist ja. Wozu gibt's Photoshop? So ist es. Ja. Das stimmt. Traurige sind wir Sache. Gegen Ende doch noch ganz schön nachdenklich geworden. Sind wir ganz melancholisch geworden. Ja. Ich schimpfe immer so über die Influencer. Ich wünsche natürlich niemandem, dass er dabei stirbt oder irgendwo runterfällt oder so. Aber ein Stück, ich habe ja mal erzählt, da in Kanada, die eine, die über die Baumstämme manövriert ist, weil sie ein spektakuläres Foto wollte, dann so patsch so dazwischen gefallen ist. Sie ist ja nicht gestorben, sie ist einfach nur da ins Wasser gefallen. Da freut man sich dann schon, sterben soll aber keiner. Aber auf der anderen Seite ist das ja genau das, weil jeder will halt das noch spektakulärere Foto und noch einen Schritt weiter, im Endeffekt im übertragenen Sinne noch ein Stück näher an die Klippe dran als die anderen 500 Millionen, die das schon gemacht haben. Und ja, dann passiert das dann wahrscheinlich irgendwann. Und ja, das ist
das prangere ich an. Der Prollo guckt gerade so nachdenklich, das bringt mich total aus dem Konzept. Ja, das, hier du könntest jetzt auch eine Riesentüte rausholen. Ich werde hier seit einer Stunde eingeräuchert. Ich bin einfach unzurechnungsfähig. Ja. Aber vielleicht liegt es auch am Bier oder an beidem. Willst du was rauchen? Nee. Grill. Nicht, dass ich was hätte, aber du siehst so aus. Sag mal, hat der Regen hier schon eingesetzt? Ist das das, was man da hört? Ich glaube, das Feuer, oder? Ich weiß nicht, wir haben Kopfhörer auf. Nein, das fängt an zu regnen. Dann fängt das aber gleich an zu tropfen, dann müssen wir die Markise, ja, stimmt, weil das Dach ist nämlich undicht. Das Dach ist noch undicht. Dazu. Aber ich habe noch nichts abbekommen. Ich sitze ja hier runter. Ja, doch, es fängt, glaube ich, an zu regnen. Ah, ja, so ungefähr für die Uhrzeit den Regen angesagt. Wunderbar. Es wird gemütlich. So, wir machen das Dach zu. Sind wir ja genau in der Zeit. Besorgt euch Tupperdöschen. Wer weiß, wofür es gut ist. Tupperdöschen, du bist aber sehr... hallo, also... Tupperdöschen willst du heute noch voll machen. Ja. Na gut, putz einmal. Meine Fresse. Ist ja gut ausgestattet, der Mann. Prollo Ferrari. So, willst du jetzt noch den Quickie hinterher schieben oder was? Du Laberhannes? Dann machen aber wir nichts, was soll ich, unterzieht soll ich, jetzt. Soll ich noch mal? Ja, jetzt machen wir was Fröhliches. Was Nettes zum Ach, jetzt, was Fröhliches habe ich jetzt. Naja, es komm. Ist nicht wirklich fröhlich. Jetzt nicht schon wieder so. Oder wenigstens was Zynisches. Na, ja, was Zynisches. Ja, das ist okay. Ja, also zynisch, dann zynisch. Kommen wir zu unserer beliebten Rubrik, die Quickie-Zeit. Ja, es ist also zynisch, das passt eher. Also es ist nicht ganz so tragisch. Aber es ist in Süditalien... etwas passiert, was in Süditalien häufiger passiert. Ein Überfall hat stattgefunden. Und zwar wurde ein Autofahrer überfallen von zwei Männern auf einem Motorroller. So, das kann man sich in Süditalien noch sehr gut vorstellen. Er musste seine Rolex abgeben. Die ist ja durchaus schon mal was wert, ja. Und mit der Pistole, vorgehaltenen Pistole, ne, und dann zack, ab auf den Roller und davon gefahren. Nur, was macht der Typ? Ja, das ist ja so ein bisschen so eine Colt-Sivas-Aktion. Der hat die halt verfolgt mit seinem Auto und hat die Typen dann letztlich überfahren. Ja, gut. Ja, der hat die überfahren und die sind auch zu Tode gekommen. Oh Gott. Was hier ist denn die Urheile geblieben? Das ist nicht überliefert. Hat doch nur eine Rolex, keine Breitling. Jedenfalls ist es so, dass aus dem Artikel geht nicht hervor, inwiefern das mehr ein Unfall war oder ob der Typ das vielleicht auch, sagen wir mal, wenigstens billigend in Kauf genommen hat, weil er einfach so sauer war und die Typen erwischen wollte. Jedenfalls, die beiden sind dann bei dieser Kollision ums Leben gekommen. Es handelte sich um bekannte Kriminelle, wie die Polizei sagte. Und ich sag mal so, also das, es ist ein bisschen anders als bei der Instagrammerin, gelagert, bei der hätten wir das vielleicht auch sagen können, aber nicht ganz so eng. Ich sag einfach, das ist auch ein bisschen Berufsrisiko vom Räuber. Ja gut, also ganz ehrlich, bei der Nummer, bei der Nummer jetzt, nicht einen Roller, ne? Wäre auch besser. Ja. Ja. Bei der Nummer mit dem Motorrad und diesen verunglückenden Instagrammern, da empfehle ich euch definitiv Reddit. Ja, das ist genau das Richtige für euch. Da findet ihr haufenweise solche Dinge. Ja, und dabei grinst der Prollo Ferrari, ja, da das müsst ihr mal sehen. Ja, was will er machen? Jetzt haben wir irgendwie gar nicht mehr das Französische. Das ist ja nächste Woche auch noch haltbar. Nein, ja, komm, ich trinke das jetzt auch. Wir wollen das heute alles in der Urlaubsfolge drin haben. Pass auf. Dann würde ich jetzt nochmal einfach, weil du das ja eben gesagt hast, und ist das jetzt schon, also ich weiß es jetzt halt, ist das jetzt schon diskriminierend, wenn man sagt, naja, das passiert in Süditalien öfter oder so? Oder das auf passiert, wenn es halt da passiert. Also nicht überfahren, aber ich habe heute noch auch noch Diebstahl. Also. Ja, okay, aber denke mal, das passiert überall. Aber die Rollerfahrer, das ist jetzt wahrscheinlich kein Überfall gewesen, kein versuchter, aber ich habe heute noch gedacht, ich bin mit dem Bus und meinen Kindern durch Italien gefahren und da ist ein junges Pärchen, habe ich das schon mal erzählt hier, mit dem Roller hinter mir hergefahren und die sind so nah bei 70 oder fast 70 an mein Auto. Sonst fährst du ja immer 80, ne, auf der Autobahn. Ja, das war nicht das Auto, aber auf der Landstraße. Das war so ein frisierter Roller. Die saßen da hinten drauf und die sind so nah an den Bus rangefahren, dass hinten diese Piepdinger da gepiept haben, die Abstandshalter. Und ich habe mich gar nicht getraut, die Bremse nur anzutippen. Dann hätte ich wahrscheinlich so an der Heckscheibe kleben gehabt. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Während der Fahrt. Ja, im Windschatten. Ja, aber vielleicht hat er sich da einen Griff dran gemacht oder so. Ich habe den die ganze Zeit gezogen. Weil vielleicht hing der auch fest.
Der hat sich da verhakt und du hast den einfach 50 Kilometer weit mitgenommen, den armen Mann. Nein, aber deswegen, also die können ja einiges mit ihren Rollern, aber offensichtlich dann doch nicht das richtige Betriebsmittel. In Südfrankreich sind wir einmal auch hinter einem Roller, und zwar so einem Leihroller, wie man es jetzt überall sieht, die jetzt auch gerne in Reihen geschmissen werden, und die sind damit 50 gefahren, ja, weil auch zu zweit auf diesem Ding drauf, da war ich auch erstaunt, wie schnell die Dinger sind, wobei das, glaube ich, auch eher so ein bisschen getunte Variante war, aber und die waren auch zu zweit relativ entspannt, kurze Buchse, kein Helm, nix, und fuhren da auch relativ souverän auf der Straße lang. Tja. Mit wirklich Reifen, die maximal wahrscheinlich einen Durchmesser von 15 cm hatten. Also wenn du da ein größeres Schlagloch erwischt, ist doof. Mhm. So. Ja. Freut nur den Dentisten. Also. Ja, der Prollo hat Durst. Achso, ja, dann mache ich mal. Ich habe jetzt hier noch. Der Prollo muss pullern. Nein, du trinkst. Ich habe jetzt hier noch zwei Biere, das sind jetzt auch so 0,75er oder nein, 0,65er Flaschen. Und die heißen, das eine ist, also beide kommen aus der Brauerei Fischer. Ah. Ja, also typisch französischer Name, ne? Ja, und, aus dem Elsass. Fischer. Ja, das Elsass sind die, ja, genau. Das heißt, das eine ist das Fischer Ambré und das andere ist das Blonde. Also das kann man sich jetzt aussuchen quasi, wer ich was macht. Ich hätte gern Blonde. Also ja, dann fang du damit Stück, schon mal an, dann darfst du doch mal nicht einen einschenken. Boah, das ist das aber echt schön. Das sind auch schöne Flaschen, also die sind auch wunderbar gearbeitet Schwede. Quasi. Das ist also und große Handwerkskunst. Das war mir schon immer sympathisch. Ja, die werden auch einzeln quasi bunt geblasen. Also das ist sensationell. Da sitzt ein Kind, ist das auf typische Logo von der Brauerei Fischer, ein Kind auf dem Bierfass und trinkt großes Bier. So muss es sein. Das ist wie im richtigen Leben. Wie zu Hause. Das, echte, genau. Das sind echt zwei schöne Flaschen. Also ja, ich war ja auch begeistert von meinen Almdudler, weil das witzig ist, aber das ist auch schön. Also heute nur schöne nur Flaschen. Schöne Flaschen. Und ich, nächstes Mal bringe ich noch welche mit. Das ist nur schön quasi. Ja. Weiß jemand, aus welchem Film das ist? Flaschen. Das ist nur schön. Das hier ist alles nur schön. Nee, irgendwas mit Drogen. Nee, es ist. Also es ist der Schauspieler, in Anführungsstrichen Schauspieler, Dieter Hildebrand sagt das. In Hier spricht man Deutsch. Ach, hier und das Polt, ist da, was, ne? Gerd Polt, genau, das ist ja Gerd Polt. Und er fährt dann quasi mit, wie heißt die Schauspielerin noch? Gisela, irgendwas, Schneeberger, glaube ich, ist das. Fährt er durch die Gegend und er macht ja so ein bisschen hier einen, so ein bisschen auf Schickimicki und er sagt dann telefonieren sie mit irgendjemandem, sagt, hier ist nur schön, ist nur schön. Sag ich ganz ehrlich, das ist nur schön. Das ist geil. Ja. Also insofern, das war am Rande, aber ein kleiner Film. Wir wollten ja auch eigentlich demnächst auch unsere Filmfolge machen, ne, mit dem Hank Frank. Das hat jetzt heute nicht geklappt, aber wir sind, glaube ich, trotzdem. Also wer möchte denn einen Blond, wer möchte Ombre? Also ich habe noch, ich mache dann, wenn wir hier gleich Ombre? Offline sind. So ein bisschen braun dann, quasi. Dann lässt du die Sau raus. Dann lasse ich die Sau raus. Herrlich. Willst du eigentlich deinen Wagen noch rechts ranfahren, weil es jetzt regnet? Ich? Ihr seid dumme Schweine. Ich habe nur gesagt, ich fahre nicht gerne im Regen. Ich fahre aber sonst immer halt so ein Familienbus. Meine Oma ist auch nie gerne im Regen gefahren. Ja, und die hat auch tatsächlich, wenn sie mal in den Regen dann doch geraten ist, ist immer in die Garage gefahren und hat da erstmal ihren Golf 2 hat die schön abgerieben. So, ich bisschen möchte, getrocknet. Ich möchte jetzt nochmal die nicht Regen. Vorhandenen HörerpunktInnen Gender animieren, mir zur Seite zu springen und auch zu sagen, dass Fahren bei Regen insbesondere in der Nacht scheiße ist. Wobei, wenn du fährst, ist es vielleicht wirklich eine gute Idee, zur Seite zu springen. Prost. Ja, in diesem Sinne wünsche ich ein dreifaches Prost. Gute Verdauung. Prost. Mann, ich muss das gleich alles noch fotografieren hier. Erstmal muss es trinken. Prost. Ja. Also wirklich gut. Fast wie Cola. Mhm. Ah, süffig. Ich würde sagen, der Name birgt für Qualität. Ja, das Ombre ist nochmal eine richtige Spur süßer auch, ne? Ja. Das ist ein bisschen. Ja. Zum Glück habe ich das nicht. Ah, herrlich. Ich ein schönes lecker. Blondes. So, ich stehe jetzt aber schon mal auf. Wir erlösen jetzt den Prollo. Genau. Sag doch noch gerade Tschüss. So, jetzt in den Grill hier rein. Ja, guck mal, jetzt brauchst du auch gar nicht mehr, wie ich das so sehe. Nee. Scheiße. Ein genässt Prollo, ey, du Prollo. Ach, Mensch. Und deswegen hast du kein Sitzkissen gekriegt am Anfang. Genau, deswegen. Ich kenne dem Rattan läuft aber jetzt durch. Hätte die Hose nicht übers Feuer. Mit dem armen Prollo könnt ihr es ja machen. Ja. Genau. Also, jetzt wissen wir, warum du rechts ranfährst. Dann macht's mal gut alle, ne? Genau, alle drei. Macht's gut. Ja. Bis dann. Alle 300. Tschüss. Ciao.